Endlich ist es soweit. Wir spielen The Search 2 und wer sind wir? Natürlich Frodo. Hi, Frodo sind wir und exakt. Du bist Michael Kaufmann. Das ist vollkommen richtig. Jetzt geht's los. Ey, ich bin immer so froh, wenn jemand neben mir headbangt. Das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein gutes Feeling. Ich habe gleich einen Verbesserungsvorschlag. Ja. Ihr lasst euch das nächste Mal, also ab jetzt wird diese Sendung gesponsert von Pfizer, heißen die, glaube ich, oder Pfizer, diese Pharmafirma. Ah, okay. Weißt du, worauf ich hinaus will? Nein. Und jeder, männliche Mitspieler natürlich, knallt sich vorher so ein blaues Pillchen ein. Aha. Und sitzt dann hier. Und dann, meinst du, Knaller durchgenommen, ist dann ganz neue. Das ist nämlich richtig. Du hast es richtig erkannt. Wir machen den Knaller durchgenommen. Viele Leute wissen gar nicht, was es bedeutet. Wir spielen dieses Spiel bis zum Ende durch. Nicht unbedingt du die ganze Zeit, das weiß ich nicht. So. Ich bin froh, dass du jetzt da bist. Du kannst immer kommen, wenn ich aufzeichne oder was mache. Ich komme dann einfach immer spontan rein. So. Du kannst mich auch anrufen und sagen, ich bin gerade gekommen. Um wieder auf ich bin gerade knallhart, kann ich mal kurz kommen? Ach so. Gott, come on, ey, was ist hier los? Come on. Liebe Leute, wir spielen The Search 2. Ich weiß gar nicht, ob du The Search 1 gespielt hast. Nur angezockt. Du weißt schon so ein bisschen über das Spiel, ne? Du hast so ein Typi, du hast dann so eine Rüstung bekommen, genau, bist du ein bisschen bionische, Bionic an und so. Und das Geile war, es ist relativ schwer gewesen, tatsächlich. Relativ schwieriges Spiel, was ein bisschen Dark Soulig ist. Man sagt, ich hab das gesagt, ich habe überlegt, ja, ob wir da rumkommen. Musst du sagen. Muss man sagen. Nein, du kommst nicht drum. Weil wenn du es nicht sagst, sagen alle, das hat er nicht gesagt. Ja. Und wenn du es sagst, ist es wieder so, ja, nein, natürlich muss er das sagen. Das heißt, also eigentlich kannst du nur verlieren. Ja, also das kannst eigentlich beenden. Ja. Tschüss. Das war's. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Endlich ist es draußen und wir zocken das jetzt. So, bevor ich lange rumlaber, lass uns einfach starten. Gib mal deinen 5. Es ist nämlich genauso schwer wie das Spiel, ist dieser Controller. Was ist? Egal, ich darf jetzt nicht hier. Prost. Ich drücke jetzt auf neues Spiel, ja. Boots. Enjoy the show. Mhm. Ah, lecker. Das wirklich. Weißt du, wonach die schmecken? Ja, weißt du, weil ich es dir vorhin schon gesagt habe. Die schmecken. Ganz schnell, es geht los. Ohne Werte oder Ziel. Aber weil sie von Menschen gebaut wurden und damit all deren zahllose Fehler erben mussten. Wie könnten Maschinen je besser sein als wir? Müssten sie nicht unweigerlich dem Pfad ihrer Schöpfer folgen und letzten Endes scheitern? Was ist das denn? Das kommt genau auf uns zu. Ausweichmanöver! Ausweichmanöver, sofort! Bereit machen für Kollision. Gelacht, oder? Lol. Digi. Lol, Digi. Jericho. Wo ist die? Sieht aus wie Lego City gerade mit diesen blauen und roten Containern. De Sorge. 2. De Sorgets, das ist ein Z. Ist das so? Ja, De Sorges heißt das, der spanische Originaltitel des Spiels. Hola. El Surgez. El Surgez. El Surgez. Ja, Mann, das, was ich gelesen habe, es soll komplexer sein als der Vorgänger. Es soll viel verschachtelter sein. Du sollst verschiedene Möglichkeiten haben, zum Ziel zu kommen. Also eigentlich überhaupt kein Spiel für mich. Weil du willst lieber so einen Tunnel und dann gehst du in den Tunnel. Scheiß Tunnel haben. Im Tunnel wird dann alles zerhackstückt. Gut, ich komme dann in einer halben Stunde wieder. Character Editor. Ey, ganz ehrlich, wie stehst du dazu? Ich meine, willst du dich jetzt austoben? Ja, ein bisschen wenigstens. Ein bisschen, okay. Frau oder Mann? Das kann schon mal entscheiden. Ich hätte überlegt, ob wir unser Illegitimate Love Child machen. Kann das einmal lieben. Wobei sie auch schon irgendwie ganz cool war. Sie ist schön. Nee, ich meinte die daneben mit den weißen Haaren und der. Sie? Ja. Sie ist auch schön. Das wäre so mein Haarstyle. Ich werde dann nochmal blond, aber eigentlich würde ich mal grau haben. Echt? Aber der Haaransatz. Die sehen aus wie Cheetos. Okay, jetzt will ich das haben. Stell dir vor, du kannst als Kämpfer einfach dir auch mal deine Haare snacken. So als Notfallreserve. Ich muss gerade an die E3 denken. Wer von euch war für Ubisoft da damals? Kein Plan. Weiß ich nicht mehr. Aber derjenige aß auf jeden Fall nebenbei Cheetos und hat immer seine Hände dann an seinem T-Shirt abgewischt. Bis er dann irgendwann rauskam. Das war bestimmt Dennis Richtarski. Ja, es war Dennis Richtarski. Und dann kommt er raus und hat halt hier oben die ganze Seite voll mit diesem roten Cheeto. Das okay, auch sah Dennis. So scheiße aus. So, ich finde diese rote Jacke ist eigentlich schon ganz geil. Nehmen wir eine Frau? Ja, come on. Komm, lass uns die einfach. Wir können ja gleich noch ein bisschen rumfummeln. Also diese Jacke hier, ja? Ja, das ist eine geile Jacke. Geil. Ach, das ist das komplette Outfit. Ja. Gut, dann jetzt Ohren. Vorherige.
Okay, gehen wir mal. How do you like your ears? Vielleicht müssen wir auch die Frisur erstmal checken. Machen wir das nochmal. Ich gehe mal ganz zurück hier. Pass auf. Ha. Fangen wir da mal an. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist alles irgendwas Fesches. Du magst ja so Kurzhaar, ne? Ich mag alle Haare. Oder so richtig wobbly. Auch schön. Das sieht aus, als ob man sich damit irgendwo andocken könnte. Du magst alles an Haaren? Ich bin ein großer Freund von Haaren. Bist du nicht so ein Typ, also jetzt, es ist eine Frau, ne? Also, stehst du eher auf längere Haare oder auf kurze Haare bei Frauen? Also, jetzt mal dein persönlicher Geschmack. Jetzt nicht, also einfach jetzt das sexuell, meine ich. Ja, ja, das ist schon klar. Ich weiß schon, was du meinst. Okay. Beides. Gut, also es gibt sowohl Frauen, die mit kurzen Haaren gut aussehen, das ist natürlich gut. Auch einfach. Ne, ja, Frodo, ihr merkt das schon, der will jedem Typen gefallen. Nee, ja. Aber es gibt Frauen, denen stehen kurze Haare unglaublich gut und dann gibt es Frauen, denen stehen kurze Haare nicht gut. Das ist richtig. So, da muss das Gesicht halt auch dazu stimmen. So, gut. Ne? Gut. Und die Frisur muss auch gut gemacht sein. Ich meine, du kannst eine kurze Frisur haben, die einfach scheiße aussieht, weil du zum beschissenen Friseur gegangen bist. Ey, ich habe mir mal die Haare selbst gefärbt, ja? Das mache ich nie wieder. So. Das habe ich auch gemacht. Die sollten grau werden, wurden lila. War toll. Nehmen wir blau oder rot? Wir müssen ins Spiel. Komische Farbe. Was mit grün? Grün geht auch. Jawohl. Grün passt gut zum ein bisschen Antwort. Wie, Gott, wer sieht denn so aus? Ja, Mund, Ohren, so, ist alles da. Ist alles scheißegal, oder? Augenfarbe vielleicht noch. Augenfarbe. Oh ja, das ist gut. Lass die Augen noch anpassen. Warum kann ich nicht hoch? Ach so. In Schultertasten. Gibt's irgendwie so richtig fiese Echsenaugen? Die Augen richtig sehen. Muss ich nochmal anwählen? Wahrscheinlich. Ja, also. Oder richtig grün. Grün oder rot halt, ne? Ja, muss schon sein, ne? Nee, das ist. Nee, dann grün. Grün. Ja, das ist es doch. Ja, das ist es. Rasenmäher Betty. Das ist ready. Mund kann ich. Na, ist schon ein guter Mund, oder? Ist schon, also die nehmen sich jetzt auch nicht alle. Tatsächlich. Die Münder. Ohren, große Ohren wären schön. Das Ohr oben rechts sieht aus, als ob da was fehlt. Nee, das stimmt nicht. Das können wir nicht nehmen. Das ist. Komm, das gibt. Also, ich meine, klar gibt's viel, aber das ist ja. Komm, das ist ein gutes. Krass. Komm, das ist sie, oder? Ja. Das ist sie. Hat sie einen Namen? Noch nicht, tatsächlich. Aber vielleicht kommt das noch. Oder sonst, ne? Ja, also vielleicht die Klopperin. Die braucht einen Spitznamen. Ich wollte ja Klopperkalle sagen, aber Kalle ist jetzt. Also ich meine, theoretisch, warum nicht? Klopperkati. Oh, Klopperkati. Ja, ist gut. Die Wahnvorstellungen unserer Spezialpatientin halten seit Wochen an. Wieder und wieder scheint sie die gleichen traumatischen Erinnerungen an Flug 221, ein Mädchen und irgendeine Art Anomalie zu haben. Pass auf! Aber das ist unmöglich. Der Flug hatte nur einen Überlebenden. Heißt das, wir waren da drin oder was? Wahrscheinlich, ne? Sind wir die eine Überlebende? So lange? Nein. Da kommen. Hätte man jetzt auch theoretisch sagen können, hätte man das nicht beim Aufnehmen schon sagen können, hatte nur eine Überlebende? Das ist richtig. Weil ich meine, also das kann doch nicht so schwer sein, wenn man weiß, man hat das Spiel, man kann männlichen und weiblichen. Jetzt spielen wir das 5 Minuten und du hast schon Kritik hier. Ja! Ja? Ja, wenn man eine Freundin hat, die als Audiodesignerin und Komposerin arbeitet, ja, okay. Dann achtet man mehr auf Audio. Du hast recht. Ne? Und so, erstmal checken, was abgeht hier. Also, geh direkt los. Warum haben wir direkt schon so Diskettenhände? Diskettenhände. Ich liebe Diskettenhände. Guck mal, jetzt bestimmt ein Hint. Siehst du ja, sofort. Geil. Interagiert am. Oh, aufgekickt. Keycard. Also, ich muss sagen, es sind deutsche Entwickler. Deck 13. Korrekt. Frankfurt sind bekannt für Titel wie zum Beispiel The Search und The Search 2. Wachdrohnen sind im Einsatz. So, Kamera invertiert. Nein, Mann. Nee, das ist, also nee. Wir achten sowas. So, gibt's. Alter, wird schon gekloppt. Hier, ich baller dich weg. Direkt hier, Police Department. Zack, Junge. Guck sie dir an. Die haben richtig ins Feuer reingekickt. Bei solchen Spielen musst du halt immer in die Ecken schauen. Weil irgendwo liegt halt Crap rum. Angriffe blocken natürlich. Hier hinten. Aber ich muss mal gucken. Also, Zielanvisieren ist rechter Stick. Ja. Also du hast quasi und okay. Aber vorne ist horizontal und hinten ist Uppercut. Genau, und ich habe das immer gedacht, dass unten quasi ein starker Angriff ist, aber es ist nicht der Fall. Es ist einfach nur, genau, exakt, horizontal und vertikal. Macht wahrscheinlich auch einen Unterschied. Du kannst auch Kombos ausführen, logischerweise. Weißt du, wenn du beide gleichzeitig drückst, dann schlägt sie einfach geradeaus. Macht sie nichts. So ein straighter Punch, so ein Jab. Jetzt habe ich hier so ein Pro-Gaming-Pad, ja, und jetzt habe ich auf der Rückseite Tasten, das irritiert mich total. Ich drücke da auch mal aus Versehen drauf. Jawohl, direkt erstmal was gefunden. Audiolog. Medizinischer Bericht Nummer TS2. Die Patientin, die Sie mir vor ein paar Wochen gebracht haben, ist immer noch im Koma. Sind wir? Kann nicht sagen, ob sie infiziert ist. Hört mal, ich bin nur ein Level 1 Doktor in einer Polizeiverwahrung. Aber ich würde keinen Transport empfehlen. Noch okay. Nicht. Weißt du, was mich mal interessieren würde? Also diese Krankenhausgewänder sind ja normalerweise so, dass man die hinten komplett aufmachen kann, ne? Ja. Du warst ja bestimmt auch schon mal im Krankenhaus. Ich habe mich schon mal eingepisst im Krankenhaus, ja.
Geil, Digga, ich nicht. bei ihr frage ich mich, warum... Diggi! Hallöchen, der Schnabel hier ist Verwüstung. Muss jetzt immer LOL sagen, wenn ich... LOL! Scheiße, Mann, bitte auf. Aber warum kann man denn bei ihr nur hinten runternehmen? Was wollen die da accessen? Nur die Wirbelsäule, oder? Ey, und hat sie einen BH an? Mann, ja, hat sie. Vielleicht ist es einfach nur eine Fehlkonstruktion mit dem Leibchen. Wer weiß das denn schon? Einfach so aufgerissen. Wer weiß das denn? Oh, Alter, was ist denn mit ihm passiert? Ist ja eklig. Alter, gar nicht gesehen. LOL, Diggi. Oh, ich komme auf dieses LOL nicht klar. Könnt ihr das verstehen? Aber ich find schon geil, Diggi. Ja, Entschuldigung, kannst du nicht einfach losgehen? Doch. Leute, was ist denn hier los? Wir sind hier im scheiß Krankenhaus, irgendwas stimmt nicht. Halt, stopp. Der krasseste Gangstername der Wand? Karl? Smob? Smob. Smob. Auf jeden Fall Karsch. Karsch. Achso, Karsch. Karsch. Kann ich schon springen? Ne, kann ich nicht. Jetzt rein ins Loch, was? Rein ins Loch. Ciao. Knallhart. Was geht hier ab? Ist hinter mir was? Muss ich immer umdrehen, weißt du ja. Hast du geguckt in die Ecke? Oder kommt der nächste? Oh! Frechdachs! Und von oben unten. Bam! Der hat aber jetzt auch nicht, du hast keine Ausdauer mehr. Ich bringe ihn um. Aber der hat halt noch weniger Ausdauer. Genau, wir müssen immer auf die Ausdauer achten, das hast du gut erkannt. Das ist ja wie bei Dark Souls. Das war zweimal. Wir sollten ein Phrasenschwein machen, also 5 Mark ins Schweinchen. Ja. Yeah. Erste Hilfestation, okay. Nehme ich mir gleich mit. Direkt vor dem Kampf. Jetzt hast du die aber direkt vor dem Kampf genommen. Verbraucht. Na, ist ja auch okay. Aber theoretisch ja, aber den wohl haushalten. Aber die können alle nix. Jetzt hole ich mir wieder ein bisschen Power und dann gibt's hier schön auf die Fresse. Wählst du den Bereich aus, oder? Ja, das ist übrigens von The Surge 1 auch irgendwie ein spezielles Feature. Mit dem rechten Stick, den drückst du rein, dann kannst du den Gegner anvisieren. Und dann kannst du auswählen, wo du treffen willst. Das hat folgenden Hintergrund. Später musst du die Gliedmaßen oder den Kopf oder so abtrennen, um Rüstungsteile zu bekommen. Genau. Beziehungsweise die Anleitung, um die Rüstung zu bauen. Du findest den rechten Arm von dem Typen geil? Schnapp ihn dir! Schnapp ihn dir! Ballerst dir rein! So, die sind eigentlich... Was der da auch hat? Ja, jetzt gucken wir erstmal, kann ich da rein? No. Würde mich wirklich mal interessieren, ob das einfach Handfesseln waren, die sie jetzt als Waffen benutzt, oder? Exakt, was ist das? Haben wir ein Inventar? Derzeit nicht erlaubt, okay. Schade. Aber du bist zu schwach. Ich bin sehr schwach. Oh. Ja, ich meine, guck dir mal ihr Outfit an. Was ist das? Wir haben sie eben ganz anders gekleidet. Weißt du noch? Erinnerst du dich? So eine schöne rote Jacke haben sie ausgesucht. Wo ist die hin? Was ist das jetzt? Wo sind die Leute? Aber sie guckt zielentschlossen. Ein bisschen schön, Gollum, aber... Die hat schon auch keinen Bock, ne? Ja, würde ich... Ich möchte nicht trainieren. Ich möchte Leute kaputt hauen. Kaputt, ich will den Ballern hier. Ich laufe immer gerne um so Ecken rum. Weißt du, einfach nur mal kannst du da rüber springen? Oh, aber ist da ist was! Oh, aber ich kann doch nicht springen! Scheiße! Das Spiel will nicht, dass ich da hinkomme. Siehst du das? Merkst du, ich kann nicht springen. Hier geht's weiter. Ich wünschte, du könntest springen. Ich wünschte, ich könnte springen. Ich wäre viel glücklicher, wenn du springen könntest. Vielleicht kann ich gleich springen. Ich drück jetzt hier auf den Scheißknopf da. Zack! Oh. Springen freigeschaltet. Das wäre schön. Oh, ich kann wieder springen. Ja, ja. Wir haben 140 Tech Scrap. Das sind Souls, ja? 140 Souls haben wir. Tech Souls. Scrap Souls. Nutze die erste Hilfestation, um dich zu heilen. Das ist da. Oder bei voller Gesundheit eine gratis Reserveinjektion zu haben. Ja, nimm ihn. Und gib ihr. Wo geht die jetzt hin? Gesundheit bereits voll. Alles klar, die habe ich noch nicht. Hm. Ist noch nicht freigeschaltet. Wahrscheinlich musst du die Injektion erst noch finden. Alter, wie die Kamera da hin. Oh, nee. Oh, der hat aber schön Rüstung, der Boy. Das ist ein Digger. Den lassen wir mal ab. Kann ich den Kopf, nur den Kopf. Immer auf den Kopf. Meinst du? Ja, der ist ja überall anders gepanzert. Ich kann auch nicht dodgen, tatsächlich. Derzeit nicht möglich, Tatsache. Aber gut geblockt. Oh! Oh, starkes Movement hier von Krogi. Ja, Blockmeister Krogmann. Ist das der erste Boss, oder was? Blockmeister... Digga. Das ist ein kleiner Frechdachs. Der ist halt langsam, ne? Da hilft's einfach wieder, schneller zu sein. Das ist wie bei den meisten Brawler-Spielen auch. Schnelligkeit gewinnt vor... Wissen. Was war das hier? Game of Thrones, Staffel 3, Episode 6. Ja, hast du früher eigentlich Knopf auf geguckt? Knopf auf, kennst du das noch? Bist du so ein. Das ist doch 1000 Jahre alt. Ja, das habe ich früher geguckt. Geh mir weg mit Game of Thrones, Alter. Knopf nee, auf. Aber da gibt's doch die Folge, wo der Typ gegen den Mountain kämpft. Und der Mountain ja auch einfach, da zeigt sich klar, wenn der einen Treffer landet, dann ist GG, dann ist vorbei. Das ist richtig. Aber wenn er den halt die ganze Zeit outdanced. Muss einfach ein bisschen schneller sein und immer dem Gegner so. Mark 12 MG Exo-Rig entgegennehmen. Chirurgische Eingriffe sind nicht länger nötig. Das neue MG ist schneller, leistungsstärker. Ich glaube, wir kriegen Exo-Suit gleich. Sobald sie es angelegt haben, verschmilzt es liebkosend mit ihrem Körper. Liebkosend! Die Metamorphose ist so nahtlos, dass sie gar nicht mehr wissen werden, welche Funktionen noch von ihrem Körper übernommen werden. Ich glaube dem Film kein Wort. Ich habe mir eingeschissen. Ja, das war der Exo-Suit. Kontrolle über ihr Nervensystem und holen sie sich die Kontrolle über ihr Leben zurück. Es wird Zeit für Klarheit, Bewegung, Kraft. Ich finde die Audiologs bislang gar nicht so scheiße. KBK. KBK. Pass auf. Willkommen, Officer Johnson. Alter. Du kannst jetzt diesen Medibay benutzen. Okay. Bock auf einen Exosuit oder was?
Installation des ist doch der Spider-Man-Anzug. Der ist es doch. Wie? Aber ich dachte, es gibt keine Operation mehr. Das sieht schon ein bisschen gefährlich aus. Das sieht nicht so aus, als wäre das, Weiß nicht, ob das so koscher ist. Reversiv, so. Also, was, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen lesen. Die Energiekernmodule. Wir haben Tech Scrap. Damit kannst du dich in der Stufe verbessern und die Modulpunkte holen. Also quasi Erfahrungspunkte bringen dich zu Skill Points. So habe ich das verstanden. Mit mehr Gesundheit kannst du mehr Treffer überstehen. Mit mehr Ausdauer kannst du mehr Aktionen ausführen. Mit jedem Akku kannst du entweder deinen Gegner Gliedmaßen abtrennen oder Injektionsimplantate verwenden. Mit einer höheren Akkueffizienz werden Injektionen stärker. Okay. Ich kann mit, jetzt kann ich das Inventar benutzen. Alles klar, klingt logisch. Wir haben 540, links unten sieht man es, Tech Scrap Points. Und ich kann, ja, dann machen wir einen Upgrade. Upgraden. Ich habe zwei Module available. Dann machen wir erstmal Gesundheit, oder? Ja, ich würde Gesundheit und einen Ausdauer. Ja, hätte ich auch gesagt. Oder? Ja, komm, nehmen wir. Ich meine, wir spielen zusammen hier, wir sind ein geiles Team. Wir sind gesund und Ausdauer. Gesund und Ausdauer. Und ich finde drei akkueffiziente Akkus. Oder? Installation des jetzt hat sie auch geile Klamottis an, ey. Schau mal, rot-grün. Yeah, da wird gekickt. Hast du nicht auch so ein Fitnessformat? Gekickt mit der Faust. Ja, wenn du so viel Kraft hast. Ich trete dir ins Gesicht. Oder? Mit der Faust. Eine schöne Messerschießerei gibt's gleich. So, also Ziel anvisieren an aus. Rechter Stick reindrücken. Das haben wir. Angreifen, Energie aufbauen. Also heißt das, wenn ich einen Angriff ausübe und der trifft, dann bekomme ich Energie anscheinend. Ja. Waffe abtrennen. Wird wohl gleich dargestellt werden, so Quicktime-Event. Genau, aber dein Akku unten ist ja aktuell noch leer. Exakt. Hat er irgendwas, was ich abtrennen kann? Rechter Arm. Rechter Arm, den willst du haben, ja? Ich hätte gern. Bitte gib mir seinen rechten Arm. Kann ich jetzt so ein bisschen stealth-mäßig den schön einen reindrücken? Anscheinend nicht. So, erster Akku ist gleich voll und jetzt kannst du abtrennen. Zack, her mit dem Arm. Her den Arm. Ja, Bolo! Wo ist er denn? Wo ist er? Da. Eins gratis Arm. Alter, improvisierter Rippenstecher, gleich angucken. Der muss. Bist du auch so glücklich? Ich finde, improvisierter Rippenstecher ist da einfach. Ich will deinen Namen. Ich wollte weiter nach rechts durchklicken, aber jetzt muss ich mir erstmal alles durchlesen. Implantate sind einzigartige Gegenstände, die dir eine Vielzahl an Boni und Kräften bescheren. Jedes Implantat belegt einen Implantatslot und kann nur ausgerüstet werden, wenn du genug Kernleistung von hast. Kernleistung kriegen wir für Level-Ups. Injektionsimplantate können mit von besiegten, feinen, erbeuteten Materialien aufgewertet werden. Okay, typischerweise durch das Abschlagen von Helmen. Okay. Implantate können diesem Menü jederzeit ausgerüstet und abgelegt werden. Auch außerhalb der Medibay. Das ist schön. Das ist sehr schön. Was haben wir denn Tolles? Sind doch schon ausgerüstet. Zeigt Gesundheits- und Stabilitätsbalken des anvisierten Feindes an. Okay. Geil. Ist super geil. Medivolt. Achso, ja. Medivoltaische Injektion. Injektion, die mit Hilfe. Achso, das ist quasi ein Health Pack. Okay. Genau, das ist das, was wir aufladen können, wenn wir mit Full Life an so eine Medbay rennen. Was war das jetzt gerade? Achso, das war der Lock. Das war der Lock. Lock. Lock, Digi. Entkommen aus dem Gefängnis. Lore und Flufftext. Inventar. Alles unwichtig. Wir haben doch gerade was bekommen. Hä? Haben wir das nicht schon? Achso, das ist eine Ausrüstung. Was ist das jetzt ein anderes Inventar? Ja. Das sind Defibrillatoren. Ein paar Brillis. Das sind, ehrlich? Die sind das? Richtig schöne Brillis sind das. Und wir haben diesen Shit bekommen. Ja, der macht aber mehr Schaden, oder? Ey, Rippenstecher ist schon. Guck mal, ja, wir wollen mehr Schaden. Das ist mir kackegal. Angriffskraft 9 zu 12. Ja, aber. Also Geschwindigkeit ist schneller. Energiegewinn ist auch besser. Ja, lass den nehmen, komm. Jetzt wird erstmal richtig mies, aber bitte nur in die Rippen stechen. Ja, das geht doch nirgendwo anders. Das geht doch schon. Nicht in den Kopf? Nee, ich auch in den Kopf. Oh, geht doch schon gut rein. Kann ich jetzt die Türen öffnen mit meinem super Exosuit? Okay, das sieht sehr unvorteilhaft aus, wie sie die Waffe. Weird. Und jetzt rennen sie mit dem Ding da durch. Nee, oh, okay, oh. Die Bewegung war. Aber vielleicht kannst du dir mit dem jetzt eine Brücke bauen. Ah, das kann sein. So, hat er irgendwie was zum Abschlagen? Direkt den Kopf. Nimm den Kopf mit. Direkt in den Kopf. Zack. Und jetzt kannst du mir den Kopf abreißen. Jawoll! Diggi! LOL, Digga! Ach, Mann! Da liegt ein Kopf. Ja, soll ich den nehmen? Ja, nimm ihn mit. Kann ich den nächsten? Also kannst du mit dem Fußball spielen. Guck mal, früher wurden Spiele deswegen initiiert. Das Thema ist durch. Das ist jetzt also. Ich meine, also. Oh, ich kann springen, schau mal. Die USK klatscht fröhlich in die Hände. Du kannst springen, ja, dann spring doch mal darüber. Kann ich das machen? Klar kannst du das. Ich glaube. Oh, jawohl. Was gibt's hier? Gratis Kopf? Kleiner Schrotthaufen aus Metall. Das ist, glaube ich, so wie so ein, ne? So ein Soulsberg. Soulsberg. Von und zu Soulsberg. Ach man, Frodo, schön, dass du da bist. Wir spielen ein bisschen Dark Souls, das neue. Zurgef. Ein bisschen Zurgef. Ja. Okay, wir brauchen das Exorig. Eines haben wir schon, auch mit dem Typ. Achso, haben wir schon, ey. Retten wir jetzt. Ein bisschen leise hier, ne? Soll ich mal lauter machen? Ich würde mich gerne erkenntlich zeigen, aber
Wie du dir vielleicht denken kannst, habe ich nichts von Wert dabei. Dann gib mir deinen Kopf. Ben Burke bezahlt immer seine Schulden. Oh, wir können reden. Ben Burke ist es. Wie bist du denn in der Zelle gelandet? So ein kleiner Smalltalk, oder? Ja, und dann können wir mal fragen, wo er hin will. Ja, genau. Geht's dir gut? Du hast das von Creo schon gehört, oder? Also, ich war dabei. Hier war die Firma damals. Diese Typen von der Regierung sind angetanzt. Ich dachte, ich wäre endlich in Sicherheit. Doch die wollten mich nicht gehen lassen. Auch nachdem ich ihnen gesagt hatte, was passiert war. Geht's dir gut? Oder willst du hin? Geht's dir eigentlich gut? Ich finde das gut, wenn wir so ein Smalltalk... Ey, Mann, wir sind so ein Smalltalk-Queen. Ich finde auch gut. Karte, Klopp-Bacardi. Schon seit Wochen geht's mir nicht mehr gut. Die Leute Smalltalk-Queen. Für jeden Schrott um die Ecke. Das ist reine Anarchie. Ich kann nur hoffen, dass wir hier in einem nicht für jeden Schrott um die Ecke, aber ich finde Schrott, wenn das die Währung ist, natürlich. Klar. Wer hat nicht schon mal jemanden für 10 Euro um die Ecke gebracht? Ey, das haben wir schon bei... Wie heißen wir mal? Die Ludolfs. Ja. Die haben noch Schrott ohne Ende gehabt, ey. Die haben auch Nudeln ohne Ende gehabt. Wo willst du denn jetzt hin? Das wollen wir auch wissen. Ich hab gehört, in der Stadt gibt's ein Evakuierungslager. Gateway Bravo oder so. Da werde ich mein Glück versuchen. Wollte schon immer bei einem Rettungsteam arbeiten. Vielleicht sieht Benjamin man ja Bravo Berkey. Du, bei Creo wissen wir ja, was passiert ist, aber ich zeig's dir nochmal. Vorsicht aber. Energiestoß ist durch das ganze System gegangen und hat sämtliche Schaltkreise durchgeschmort. Bis am Ende schließlich die gesamte Fabrik entrümmert. Klassische Unkompetition. Ich habe mein ganzes Team da verloren. Selbst Smithy. Selbst Smithy. Aber diesmal werde ich die Leute retten. Nicht Smithy. Jeden, aber nicht Smithy. Smithy! Komm zum Evakuierungslager. Tut mir leid, ich bin jetzt traurig. Sein. Aber erst beim Evakuierungslager und wir haben eine Keycard bekommen. Das ist toll. Wir kommen Wieso hat denn der eine Keycard? Ja, weil wir ihn. Guck mal, wir haben ihn gerettet. Aber wenn er eine Keycard hat, warum ist er dann nicht rausgekommen? Ja, nur fürs Evakuierungslager, nicht für diese Zelle, verstehst du? Ja. Und die durfte er als Gefangener mit in seine Zelle nehmen? Das ist vollkommen richtig. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal in U-Haft warst, aber ich glaube, da darf man nicht so viel. Wie oft warst du schon in U-Haft? Da werden einem doch sogar die Schnürsenkel abgenommen. Wofür warst du zum letzten Mal in U-Haft? Sag mal. Ich war noch nie in U-Haft. Noch nie? Nee. Lame-o. Ich auch nicht. Aber ich meine, also, wenn man in U-Haft kommt, ich weiß das, wenn man in U-Haft kommt, dass einem auch unter anderem die Schnürsenkel abgenommen werden. Ja, du hast recht. Damit man keinen Scheiß damit bauen kann, wie zum Beispiel einen Origami-Schwan aus Schnürsenkeln bauen. Oh, schade. Da habe ich zu viel. Aber gute Kombo. Also ein Akku-Pack macht voll. Okay. Sehr, sehr gut. Da komme ich jetzt noch nicht durch, dann müssen wir wieder runter. Okay. Und dann wieder die anderen Schweine. Hier rechts. Die sind nämlich wieder da, wenn man in die Medbay geht. Das ist bestimmt ein anderer Kollege, oder? Direkt Zerstücke da, aber du kannst jetzt reingehen. Kannst du dir jetzt... Aber den habe ich noch zu Brei. Kann ich mich nicht anschleichen? Geht das wäre jetzt gut, nicht? Wenn jetzt so der Exekutionsrödel kommt. Und jetzt weg. Nee, schade. Ich hätte jetzt auch irgendwie gehofft, dass du den direkt so filetieren kannst. Ist einfach so ein kleines Insassen-Sashimi aus ihm. Insassen-Sashimi. Mhm. Hätten Sie das da? Mein Name ist Frodo. Ich hätte gerne einen Insassen-Sashimi. Oh, jetzt kann ich was speichern, oder? Nee, du kriegst jetzt eine Aktion mehr. Guck, jetzt habe ich zwei. Stehe. Und jetzt krieg ich... Aber die kosten trotzdem auch Akku, ne? Stimmt, die kosten Akku, exakt. Aber wenn du auch, also selbst wenn du Akku hast, wenn du keinen Healpack hast, kannst du halt nicht heilen. Das ist richtig. Also du brauchst sowohl Akku, Das als auch Healpack. Ist das so? Oder habe ich jetzt konserviert? Weil jetzt da steht eine 2 drüber, weißt du das? Ich weiß nicht genau. Keiner, du hast, glaube ich, recht. Ich weiß es auch nicht, wir finden es raus. Ein dramatisches Telefonat. Unter zwei engen Freunden. Anhören. Hey, ich bin's. Ja, hab die Nummer gesehen. Hab gehört, die haben dir den Job angeboten. Sorry. Ich wollte es dir im richtigen Moment sagen. Richtigen Moment? Schau mal raus, Garcia. Diesen richtigen Moment, den wird's nie geben. Nie mehr. Das ändert nichts zwischen... Ich weiß, darum geht's hier nicht, okay? Pass einfach auf dich auf, okay? Diese Sache ist gefährlich. Tut mir leid. Mir auch. Super. Sehr dramatisch. Okay. Ey, sonst waren die Audiologs besser eben. Geil! Der direktionale Blockenanalysator. Ach, Quatsch. Wirklich? Ach, nee. Der ist das? Der? Das ist doch der direktionale Blockenanalysator. Analysator, ist er das? Was macht der? Wo ist der? Der blockt die Direktion, zeigt die Richtung an, indem du die feindliche Gegend gesehen. Jawoll! Das ist doch mega gut. Dann brauchen wir aber die Injektion. Nee, wieso, den können wir doch unten hinpacken. Ey, komm, wir können alles nehmen. Wir haben alles. Wir haben ja schon alles hier eingebaut. Und wenn wir mehr Punkte haben, kriegen wir mehr Schlotz. Schlotz? Das heißt, wir sehen, wo die Angriffe kommen, oder was? Aus welcher Richtung? Ist es das? Ist es das? Das ist es. Lol, Digga. Lü. Alle. Hast du fast gesagt. Guck mal, jetzt sehe ich das. Er blockt von links. Musst du auch nach links rücken? Hab ich ihn, oder? Ja. Glaub schon. Also du kannst doch aber nur...
Aber ihr sollt einfach mit. Hast du nicht einfach nur eine Blocktaste? Ich hatte Blocktaste, aber ich glaube, ich kann die Richtung bestimmen, ja. Oder vielleicht hilft das beim Ausweichen einfach besser. Ja, vielleicht ist es eher der direktionale. Du hast den einfach mal gedarf mault. Den gedarf mault. Das gefällt mir, dieses übertriebene Brutal. Kannst mal an diesen Getränkeautomaten gehen, ich habe ein bisschen Durst. Okay, ja. Danke. Oh, eine Kiste. Was ist das? Keine Kiste? Ein Computer. Beweise. Was mache ich damit? Gar nichts? Ausweichmanöver. Was? Ausweichmanöver, sofort! Wer ruft denn da? Na, das ist der Audiolog. Von dem Flug. Nein. Aber das kennen wir doch schon, den Audiolog. Ich weiß auch nicht, was das ist. Auch kein bisschen schlauer geworden hier. Protomaniac. Da war was. Boah! Nimm sein Bein! Halt doch mal die Schnauze. Nimm sein Bein! Ja. So, noch mehr Leute hier? Ich möchte. Guck mal, die kriegen alle gut aufs Maul von mir, oder? Das gefällt mir. Ein Flugzeugwartungsroboter. Ja, nimm mit. Kann ich aber nicht. Warum nicht? Kann, weiß ich nicht. Aber warum liegt der da? Nichts machen! Nichts! Gar nichts! Nichts kann ich damit machen. Von wegen spielerische Freiheit. Nichts kannst du machen. Nichts. Scheiße. Guck mal, wie ist ein Opa. Ich glaube, der Balken, den er hat, der ist einfach schwer. Was auch immer das ist, was ist das? Ein langer Balken. Der Langbalken der Zerstörung. Bein ab. Nicht gesehen, zu dunkel, schade. Will ich nochmal haben. Ich will das sehen, wie die Leute. Dann müssen wir wohl die Helligkeit ein bisschen. Oh, geil, neues Implantat. Und ist es das? Kleiner Schrotthaufen aus Metall. In Klammern zwei. Zwei kleine Metallschrotthaufen. Treffe Waffen, die du bereits besitzt, um Material für die Erstellung neuer Waffen zu bekommen. Aha. Was? Treffe Waffen, die du. Wie soll ich treffen? Im Darknet oder was? Wo treffe ich die? Es gibt so Tinder, aber für Messer. Ja. Da muss ich ehrlich mal rausdenken. Gefällt mir sehr gut. Oh, nicht kotzen hier. Alter, was ist das denn? Sieht ekelhaft aus, da will ich noch nicht rein. Geiler, geiler Robodog. Ich will erst gucken, ob es hier was gibt. Robodog, Robodog. Gucken, ob es hier noch so gibt. Nee. Spiel das Spiel mit dem Robodog. Okay, ich halte es mal. Guck ihn dir an, Ist geil. Er will uns. Ja, da gehen wir gleich rein. So. Das ist halt so, dahinter ist ein Boss. Ja, dann mache ich euch die Tür nicht auf. Okay. Ja, wirklich. So. Tschüss. Schön, dass du da bist. Okay, jetzt aber dass du jetzt gehst? Ja, wir gehen da jetzt ja rein. Ist auch ganz okay. Nein, wir gehen da rein. Das ist der Robodog ist weg. Aber ob wir da wirklich reingehen, ja? Ja, guck mal, jetzt mache ich einen kleinen Cliffhanger. Da habe ich nämlich die Uhr gesehen, so ein bisschen. Wir machen einen kleinen Cliffhanger. Machen eine kurze Werbeunterbrechung und sehen uns gleich wieder. Hast du Bock? Da reinzugehen? Ich weiß nicht. Okay, wir sehen uns gleich. Hallo Freunde, mein Name ist Legolas, neben mir sitzt Frodo und wir sind auf dem Weg. Den einen Ring. Oder? Den einen. Den wollen wir holen. Durch diese Tür zu bringen. Durch die Search 2 zu bringen. Und wir gehen jetzt hier durch diese Scheißtür, weil wir uns überlegt, wir können nicht abhauen. Deswegen machen wir das jetzt. So, wo ist das Vieh? Ist schon abgehauen. Ja, schade. Okay. Guck, das war The Search 2, Endboss direkt gelegt. Gelegt. Pazifistischen Weg gewählt. Aber guck mal, hier passiert gar nichts. Aber da liegt wieder ein geiles Ding. Ein kleiner Schrotthaufen aus Metall. Drei. Vielleicht ist es einfach auch eine Filmserie. Wir hatten jetzt schon kleiner Schrotthaufen aus Metall 2. Ich finde ja, kleiner Schrotthaufen aus Metall 4 war der beste. Danach ging es bergab. Es war scheiße danach. Der erste war für damalige Verhältnisse okay. Schrotthaufen 1. Oh, ich muss sprinten. Alter, gib ihm. Legt ihr noch was? Aber noch. Guck mal. Aber gut geguckt. Warte, kommt da was von hinten? Guck mal hinter dich. Ey, was ist das für eine geile Mucke? Ja, da kommt bestimmt was anderes. Hör mal die Mucke an. Das ist doch, das drive schon ein bisschen. Eigentlich wäre geil. Geil, nur neues Implantat! Automatische Induktionsaufladung. Das heißt, wenn du kurz vor Tod bist. Ah, okay. Oder? Verliert dein Akku an Kapazität, kannst du. Nee, ich krieg eine Vorladung. Ich glaube wirklich, ist es so, wenn ich es richtig verstanden habe jetzt. Wir sehen das gleich. Ich glaube, die Akkus, die ich unten habe, in dieser Energieleiste, die verlieren ja irgendwann wieder an Ladung. Und ich du verbrauchst die nur, oder? Verlieren die auch Ladung? Die verlieren auch Ladung. Scheiße, Mann. Wirklich jetzt? Ja, es sind nur drei. Aber da. Oh, shit! Und da ist sofort Metal drin. Direktor Garcia sagt, das wirst du bereuen. Und Michael Krogmann sagt, stirb. Oh! Jetzt mal los hier. Warum ist der eigentlich so pissig auf uns? Hat er irgendwo was Schwaches? Ja, oh ja, der Arm ist ungeschützt. Ja, dann in seinen kleinen, schwachen Arm. Oh, der ist aber stark. Alter, der will. Der will es richtig, Mann. Direkt 39, massive 39er Schaden. Komm her, Mann. Der hat doch eine scheiß Drohne dabei. Aber der kriegt halt stabile 39 Schaden. Ist ja, auch was, dass die Drohne ihn jetzt irgendwie nicht. Oh, die Drohne. Oh. Vielleicht kannst du dich so hinstellen, dass die Drohne auf ihn schießt? Ja, das wäre geil. Oder zumindest nicht mich. Krogi, ey, ist doch richtig gutes Ausweichgame hier. Ja, sicher das. Yes. sicher das. Baller ihn rein, Garcina! Oh, tu shit. Tu das Not, dass er nicht stirbt, oder was? Bruder.
Drohne von hinten! Hat sie ihn gerade getroffen? Ja, oder? Er hat doch gerade Energie verloren, ohne dass du was gemacht hast. Ich glaube, ich habe aber auch Energie verloren. Ja, das ist. Ich will wieder hinter so einem Balken, die Drohne macht mir Angst. Hier ist nicht viel mit Balken. Ja, das ist ja das. So, jetzt aber. Komm her. Das ist der sogenannte Ausweich. Oh! Was? Wow. Vorsicht, da kommen einzelne Pixel angeflogen. Ja, es ist. Ist ein deutsches Game. Ist halt ein deutsches Game. Sollte aber eigentlich keine Ausrede sein, ne? Tatsächlich nicht. Aber gut, wie ist es denn vom Gameplay her? Es spielt sich sehr flüssig aus. Es spielt sich wirklich super flüssig. Und es macht auch Laune. Ist es aktuell noch zu einfach? Würdest du sagen? Also du wirkst jetzt noch nicht so, als ob du groß im Dringens wärst. Pass auf, ich habe The Surge 1 gespielt. Hm? Und weiß so ein bisschen, was passiert. Wenn man nicht weiß, dass man jetzt eine ungeschützte Stelle hat an dem Typen, ja? Hm? Glaube ich, wird schwer. Dann geht man halt dauerhaft auf seinen Kopf ein und wundert sich, warum der Kollege nicht auseinanderfällt. Exakt. Was heißt der Knopf da, dass die unblockbar ist, die Attacke oder was? Kann sein. Das zum Beispiel hätte man wahrscheinlich blocken können. Ja, wahrscheinlich ist es. Warte darauf, dass die Drohne irgendwie gleich noch anfängt, ihn zu heilen oder so ein Scheiß. Wenn du das jetzt blocken würdest, würdest du dann. Oh, gib ihm Alter! Bam! Alter, das ist der Arm. Das ist der Arm. Das war's mit Garcia. Was geht mit der Drohne? Was ist die? Die gehört jetzt dir. Besitzer im Einsatz gefallen. Zuweisung der Drohne zum nächsten verfügbaren hier ist Bruder. Exorig der Polizei. Die gehört dir. Sie ist meine. Ich bin Drohnenfreund. Wie stehst du zu Drohnen? Die sind wichtig, weil die sind dafür da, dass bei den Bienen, da, dass die halt gucken, ne? Das ist richtig, aber es heißt die nicht auch Drohnen? Ja, die heißen Drohnen, ja. Die Arbeiterbienen? Die Arbeiterbienen sind Drohnen. Siehst du? Und wie stehst du zu Wespen? Wespen finde ich kacke. Ja. Wespen totklatschen. Ich habe halt gehört, dass Wespen auch Pollen verbreiten. Das ist wirklich ganz toll. aber vielleicht können wir einfach Wespen umbringen und stattdessen mehr Bienen züchten. Wespen umbringen. Wespen umrichten Bienen. Und dann gibt's noch die ganz gemeinen Viecher. Das sind die, wie heißen die nochmal? Die sehen aus wie Wespen. Hornissen? Ja, nee, die sind ja auch. Ja, das sind die großen Wespen. Dann gibt's noch Hummeln, das sind die gechillten Brüder. Ja. Und dann gibt's noch diese getarnten. Die sehen aus wie Wespen, sind aber keine Wespen. Mimikris. Mimikris? Du meinst so diese Fliegen, die ja. Aber ja, Mimikris. Ehrlich? Heißt die so? Die gibt's so. Ja, okay. Soll ich da reingehen? Hummeln sind einfach nur der Big Chungus unter den Bienen. Ey, Hummeln sind die geilsten Brüder. Die sind einfach so chillig. Die Hummelbros. Ey, ich wäre so gerne Hummel. Ey, ganz ehrlich, die haben auch so einen Blutdruck wie ich. Die Hummel gibt auch vor allem keinen Fick, die dürfte eigentlich gar nicht fliegen. Ohne Scheiß. Und sagt sich, nee, ich mach's trotzdem. Ist mir egal. Ist mir auch scheißegal. Und weg. So, jetzt gehen wir halt da durch. Was soll passieren? Sag ich ja. Was ist das? Beretta. Sprich da. Athena Gutenberg. Ich möchte ihr Stoff dir zurückhaben. Aber ich kick mal die Schuhe. Und auch gleichzeitig ihren Doktortitel. Da ist es. Finde das Flugzeug. Okay. Hä? Wir haben so ein Kind, was mit uns spricht? Wie weird ist das? Tut mir leid, da krieg ich immer Angst. Kinder, die mit einem sprechen, so, die nicht da sind. Unlucky, dass wir so ein bisschen Gesundheit verloren haben, ne? Ja, das ist. Aber schon lucky, dass wir so geil durchgeballert sind, oder? Okay, jetzt sollen wir die Drohne nehmen. Also Dreieck. Den anvisieren da, den Boy, und wo ist schießen? Okay. Oh, wow! Geht das war. Geht aber Power, komm zurück, kleines Dingy. Und jetzt haben wir. Jetzt haben wir einen Schuss. Wir haben noch 19 Drohne. Alter, stopp, da war was. Was stand da? Stand auch. Aufheben. Aufheben! Was? Was bist du für einer? Was kann ich da aufheben? Was kann ich aufheben? Die Kiste. Warum stand das da? Hab ich schon was genommen? Da war bestimmt irgendwas Geiles. Achso, Textgrab hast du. 1 Milliarde Textgrab. Nee, komm mal. Die Zellen dienen als Munition. Ah, du hast Muni! Ich hab Muni genommen. Und jetzt hat sie wahrscheinlich in meinem Inventar. Lass mal gucken. Yo! Munition für die Bewaffnung aller Kampfdrohnen. Ja, was das andere sind? Textgrab. Ah. Achso, das ist ein kleiner Schrotthaufen aus Metall. Das mache ich 300 Textgrab. Kannst du den jetzt verwenden? Ich glaube, dafür müsste ich erst zu so einer Medibay. Ich glaube, die Medibay ist quasi das Bonfire. lass es alles mit Dark Souls vergleichen, oder? Ja. Ich glaube, dann ist jeder im Bilde. War das jetzt gerade eben schon der Dancer of the Boreal Valley? Ich denke ja. Kann ich darüber jumpen? Weil ich ja, klar, kannst du darüber jumpen. Daher? Ich vertraue voll in deine Rüberjump-Fähigkeit. Jump da jetzt rüber. Jump mal darüber. Peng! Rüber gejumpt. Geil. Geil, direkt was gefunden. Hammer. Ey, genau, so spielt man Spiele. Was war das? Das ist technischer Müllhaufen. Stand da nix. 3. Omnizellen. 34 jetzt. Haben wir ja super viel Drohne. Da ist noch was drin. Geil, Digga. 39, aber. Hä? Du hast 39 im Menü, aber hast nur 20 im. Nee. Hä? Huh? Okay, ich raff's auch gerade gar nicht. Ich bin verwirrt. Ich hab 19 da. Und ich habe aber. 19? Ich hab 20. Wo waren 19? Rechts steht
Was heißt denn das? Gelagerte Munition 19? Achso, na 20 hast du dabei und sind in und der Drohne wahrscheinlich drin und 19 sind gelagert. Das macht ja zusammen 39. Das ist richtig. Genau, das ist, ja. Okay, du bist ein scheiß Genie. Ja, ich... Jetzt habe ich 44, jetzt habe ich 49. Ich hab was mit Mathe studiert. Ehrlich? Was denn? Statistik, was? Unter anderem auch. Okay. Nee, ganz, ganz langweilig. Ich habe einfach nur IBWL studiert. IBWL? Das ist wie mit Apple-Produkten. Das I ist einfach nur, damit man sich ein bisschen besser fühlt. Oder ich dachte, das wäre ein E für elektronisch. Also I. Achso, nee, I wie international. Kannst du mich hören? Okay. Ich bin Bruder Truman. Ja, halt die Fresse. Bruder Truman, Alter, direkt weggesnackt, die Boys. Die Drohne kann aber ein bisschen. Ist doch gut, dass die beide wenigstens eine verschiedene Sterbeanimation haben. Nicht beide einfach so versetzt voneinander mit der gleichen Animation. Beitrittmagnete. Also spielt sich wirklich flüssig. Es sieht nicht so kacke aus, tatsächlich. Aber es hat dann immer diesen... Das klingt jetzt ein bisschen fies, ne? Aber es hat so ein bisschen diesen deutschen Look. Mhm. Eine deutsche Anzahl an Pixeln und Polygonen. Aber es ist ganz sympathisch. Also, das muss ich schon sagen. Gibt's hier noch was? Ich bin jetzt, hast du das gesehen? Das möchte ich nochmal machen. Was das denn geil ist. Guck mal, das wäre doch ein echt hammergeil. Da fehlt aber halt derzeit in Gebrauch. Gibt's eigentlich einen Zweispieler-Modus? Nee, ne? Ja, aber ich möchte nicht, dass du mitspielst. Nein, gibt's nicht. Nee, ne? Nee. Na, in The Search 1 gibt's ja angeblich einen. Wo soll der sein? Hast du nicht nachgeguckt? Aha, okay. Hast du Dark nicht geguckt? Doch, Dark habe ich geguckt. Es gibt in Dark eine Szene, wo der Dude, der unsympathische Dude, dann da sitzt und bei sich zu Hause, hier dieser Rich Kid Boy, The Search spielt. Der spielt wirklich The Search. Und dann setzt sich. Das ist The Search. Deutsche Serie, deutsches Spiel, ne? Das und dann setzt sich der Hauptcharakter daneben und er gibt ihm einen Controller. Ich weiß genau, ich kenne genau die Szene und ich weiß genau, auf welchen Typen du meinst und weil ich wusste nicht, dass es The Search war, aber du hast The Search. Also, ich hab gar nicht darauf geachtet, aber es kann gut sein. Will mich dem Blitz treffen, wenn ich falsch liege, aber ich war mir sehr, sehr sicher. Das ist The Search wäre. Frodo, Dr. Freud, da kriegt er richtig Bildung. Ne? Mind blown. Aber er sagt sehr oft LOL. LOL, Diggi. Bei mir LOL, Diggi auch noch. Das Beste aus beiden Welten. Ey, wir sind schon aus dem Prison raus. Wie geil ist das? Guck mal, der hat doch direkt was bestellt bei Amazon, kommt vorbeigeflogen. Das ist die Zukunft, oder? Jetzt ganz ehrlich. Und dann der Diebstahl passiert. Was ist das für ein geiler Squid? Alter, das ist ein super Squid. Hey. Der ist mega süß. Mega. Schief mit seinem Scheißauge. Was ist für ein geiles Teil? Schau mal. Der sieht sowieso ein bisschen... Weiß ich nicht was. Was ist, der ist auch ein bisschen... Egal, mal zuhören. Diese Stadt ist am Ende. Der Kord ist unsere letzte Zuflucht. Schließe dich meinen Brüdern und Schwestern an. Wie raus, will ich ihn den Mini-Winnie-Bruder nennen? Okay. Truman war noch... Waren nicht von Truman diese Hotdog-Würstchen ja, früher? Truman's Baby. Gibt's die noch? Ja, ich klar. Truman's Baby. Stimmt. Oh Gott. Ey, Mann, Truman, ich muss auch kurz über... Also, was ist mit ihm? Egal. Bruder Truman. Bitte was? Ich verstehe kein Wort. Oder hast du das Monster da unten gesehen? Einfach direkt so, okay, bye. Komm, frag mal nach Monster. Ich sehe Verwirrung in deinen Augen. Du musst sehr lange weggesperrt gewesen sein. Das ist richtig. Eigentlich nicht, oder? Dich auf ein böses Erwachen oder so. Gefasst. Die Welt hat sich von einer Sekunde zur anderen... Das wissen wir ja tatsächlich gar nicht. Ich könnte dir noch mehr erzählen, aber schau dir lieber alles mit eigenen Augen an. Warum hilfst du mir? Wozu heute bin ich? Leb wohl. Komm, ist es auch egal. Hör den Hütern des Funkens an. Kleinen, aber stetig wachsenden Kirche, die sich einer großen Sache verschrieben hat. Wie der wäre? Das Spark wahrscheinlich. Immer nach neuen Rekruten wie dir. Nach jemandem, der bereit ist, sich für den Sieg des Guten die Hände schmutzig zu machen. Geil, ein bisschen Fanatismus hat ja prinzipiell... Das war mal gut. Bruder Eli wird dich mit offenen Armen empfangen. Siehst du das Gebäude da unter dem Kraken? Dort, unter seinen Tentakeln, bist du in Sicherheit. Den Kraken kann man nicht übersehen, tatsächlich. I've seen enough hentai to know okay. Where this is okay, going. Okay, das ist Captain Obvious. Unter seinen Tentakeln bist du in Sicherheit. Was soll ich nochmal für tun? Was läuft? Ja, was läuft hier eigentlich? Digga, was ist denn los? Du wirst die schreckliche Wahrheit noch früh genug sehen. Auf den Straßen herrscht Anarchie. Die Leute haben Angst vor dem neuen Zeitalter, das anbrechen wird. Ich hab auch die Angst Regierung vor Stab, hat eine Mauer um uns herumgezogen, um das Unvermeidliche hinauszuzögern. Das sieht aus wie ein Flugzeug aus Mass Effect. Die verleugnen die frohe Kunde des Schwarms. Diese Seuche ist nicht das, wonach es aussieht. Die Menschheit wird die nächste Stufe erreichen. Wir werden zu etwas Neuem werden. Das ist immer schlimm, wenn mal jemand sagt, die Menschheit wird die nächste Stufe erreichen. Ja, das ist die Standardmotivation eines jeden Bösewichts. Du hast vollkommen recht. Ich möchte doch nur, dass wir alle besser werden. Dafür muss die Hälfte der Menschheit sterben. Bruder Eli wird dir dein Schicksal offenbaren. Okay, tschüss. Ich werde ihm glauben. Triff dich mit Bruder Eli. Kannst du ihn mit so einem Fass abschießen? Also fast so anschlagen, dass es zu ihm rüberfliegt? Warte. Das wäre super. Ich weiß nicht. Achso, muss ich wahrscheinlich den mal. Das war knapp. Unlucky, schade. Unlucky. Was so, gibt's denn noch? Zu den Tentakeln der Sicherheit. Einmal kurz am Nebel stehen, ist immer wichtig. Oh, nice. Mach die Poren frei. Ich vergesse, das ist gut für die Haut, das ist gut für die Bronchien. Ja, das ist radioaktiver Nebel, alles gut. Das ist auch gut für die Bronchien. Das ist alles gut. Oh, kann mal gucken. Wow! Wow, what? Was ist das?
Das sind die bösen Tentakel. Und ist das da drunter, diese Wall? Weiß ich nicht, ist das eine Wall? Ja, das ist die Mauer. Die Jericho-Wall. Dahinter sind die White Walker. Warte mal, sind da hinten ist, wie viele Tentakel gibt's? Da hinten gibt's nur einen Tentakel. Wo ist das? Rechts. Wie weit rechts? Da ist es. Oh, ist mega süß. Ist wirklich super süß. Ist viel zu süß für diese Welt. Und gleich sind alle böse, ich wette es. Ich wette es mit dir. Das ist wahrscheinlich der Endboss am Ende. Ich gehe immer auch hier lang, in die Ecke nochmal. Wow, rein. Was ist das denn? Halt, stopp, was für die Flagge? Welche Flagge? Na, die da unten? Ja, gut, warte kurz. Punk's not dead. Join the Spark, also den Funken oder was? Also es ist quasi... Das ist eigentlich, das darf keiner wissen, aber da hat jemand in ein deutsches Spiel Werbung für Nissan eingebaut. Ein bisschen, ne? Das ist deren Kampffahrzeug. Ist der Nissan Spark nicht irgendwie so eine kleine Knutschkugel? Es darf niemand wissen, ist auch gut. Es darf jetzt nie... Leute, twittert's raus. Bleibt direkt unter uns. Ed Frodo, aber gerade. Ed Frodo, Ed Volkswagen. Ich froh, du sagst dir wieder die Kohle ein, ey. Das ist aber ein langer Aufzug gewesen. Ja, aber da gehst du direkt mal bitte die Treppe da hoch dahinter. Ja, bitte. Ich will jetzt aber nicht... Kann ich da irgendwie... durchrutschen. Kann ich jetzt darüber springen? Ah. Aber hast du gesehen, dass dazwischen so ein... Ja. Kleiner... Wenn ich jetzt ganz schnell... Pass auf, wenn ich jetzt zur anderen Seite rausgehe, geht das? Drehen? Nee, kann ich nicht. Ah, raus. Raus. Spring da durch. Ach, das ist doch scheiße. Ah, siehst du, ich komme da nicht hinter. Aber gute Fluganimation. Schon ganz gut. Würdest du auch theoretisch in so einem... Dass sie beim Runterrödeln nicht so macht. Hui! Ich frage mich auch, wie das an den Achseln ist. Ich frage mich das wirklich. Ist das ein Böser? Nee. Ich glaube, dann wärst du jetzt schon tot. Ja, exakt. Reden wir mal. Hast nicht zuerst zugeschlagen. Gute Wahl. Obwohl ich es bei der Lage fast verstehen würde. Der sieht geil aus. In Jericho City gibt's nicht mehr viele anständige Personen. Die Stimme kennt man. Ich frag mich, auf welcher Seite du wohl stehst. Mhm, stimmt. Von Schauspielern, aber ich weiß nicht, welcher Schauspieler es ist. Direkt ein gutes Gefühl bei auf jeden Fall. Sind wir bei den Guten oder spielt es einfach gar keine Rolle, wo wir sind? Was meinst du, Frodo? Du darfst das aussuchen. Ja, es spielt dann, ist doch egal. Wir machen ihm direkt mal ein bisschen Angst. Macht Spaß. Hier läuft nur noch Abschaum durch die Straßen. Also, auf welcher Seite stehst du? Das wäre Kevin Spacey, aber das ist er nicht. Ich finde, der ist frech, oder? Jetzt geht ja ein Dreck an, verzieh dich. Ja, bist dich. Als Seite, vielleicht gibt er uns, vielleicht schenkt er uns was. Aber vielleicht belohnt er auch unseren Mut. Uns nicht wie ein Fähnchen im Wind. Okay, also du entscheidest wieder. Ja, aber ich muss das weiterspielen, auch wenn du nicht da bist, ja? Ja. Okay. So, ziehen Sie, verpiss dich! Okay. Hab mich wohl in dir getäuscht. Schade. Ich dachte, du hättest Potenzial. Schade. Na gut, ciao. Und jetzt bring ihn um. Oh lol, wie hat dich wirklich angreift? Und verkackt. Oh, shit. Ich kann nichts machen. Ich kann noch nicht mal anvisieren. Ja, dann bist du wohl dran. Alles klar, direkt deleted. Alles klar, das war doch eine Finte von dir. Klar. Das war eine ganz gemeine Finte. Rogi, ich wollte doch. Rogi, das wollte ich nicht! Ach, du wolltest das! Du wolltest hier die Herrschaft übernehmen. Das ist so. Ganz gemeiner Wicht, der Frodo. Aber lieber Typ auch. Wenn du stirbst, lässt du deinen Textscrap zurück. Okay. Naja, gut, ist ja nicht weit weg. Alter, schön runtergesnackt. Ach, da die Seelen, ja? Ja, genau. Die Seelen. Vielleicht kannst du da mit ihm reden nochmal. Ist weg. Dann bin ich weg. Geh mal meinen Textgrab hier ausnehmen. Eine Milliarde Textgrab wieder aufgehoben. Was hier? Eine Medbay? Die müssen wir auf jeden Fall einmal aktivieren. Oh, the felt. Do you feel the felt? The felt. So, ich will da gar nicht rein. Bonfire, Digi. Bonfire. Ja, mach mal Upgrades, ey. Upgrade! Ohne Ende Upgrade. Direkt noch ein Upgrade. Ey, baller die Upgrade. Noch einen schaffen wir, glaube ich, nicht. Du kannst jetzt aber noch, pass auf, Schrotthaufen auflösen. Das habe ich mir da. Genau, du kannst jetzt einmal die gespeicherten schon investieren. Jetzt baller raus. Geil, direkt noch ein Upgrade hinterher. Zack, Junge, 6 Punkte. Ja. X und jetzt einmal nach rechts durchdrücken. So. Ich denke auch genau so. So? Ja. Hm. Mach dann noch einmal Ausdauer. Komm, Ausdauer ist immer wichtig. So. Kloppen ist immer geil, ja. Kloppen ist gut. Akzeptieren. Gedrückt halten. Und so haben wir es. Oh. Mach noch irgendwas? Upgrade. Achso. Verbessern. Achso, da haben wir aber, guck mal, wir haben kein Material, weil wir noch nicht den... Mark 1. Wir haben von den Gegnern noch nicht irgendwie die richtigen Dinge abgetrennt. Ja, dann müssen wir wohl noch kloppen. Bischen. Wo ist der Dude denn jetzt hin? Kannst du dich nicht vertragen? Das finde ich, das riecht... Kranhaken. Der Name ist ja richtig stark. Kranhaken ist richtig geil. Entschuldigung. Baller dem, hier, rechts, rechter Stick rein. Zack, Junge! X ist dodgen. Hui! Ja, das ist typisch. Ja, Mann. Ja, Mann, genau so. Genau so. Ein bisschen Ausdauer aufbauen hier. Zack! Und mit der Faust oder ins Gesicht und. Digi, gleich. Nee!
Oh. Scheiße. Und gleich. Ich dachte, ich krieg den Schlag noch durch, aber nee, ich war nicht schnell genug. Alter, wie machst du das denn? Du bist ja ein richtiger Tänzer. Richtiger Tänzer. Wie kann man jetzt. Tactical Crouch geht nicht, oder was? Tactical Crouch. So, warte mal, wenn ich jetzt Kreis drücke, ich probiere das jetzt mal. Geht drück der noch, Akku tatsächlich nicht weg? Drück nochmal Kreis. Aber dann ist mein Aufladepad. Ja, mach mal. Jetzt drück nochmal Kreis. Drück jetzt nochmal Kreis. So, warte. Ja, jetzt kannst du die nämlich speichern. Aha! Du kannst zwei maximal speichern. Drück nochmal Kreis, exakt. Ja, das ist natürlich smart. Jetzt kannst du aber, also wenn du jetzt wieder zu Mad Bay gehst, ja? Nee, da war kein Aufladeding, oder? Nee, aber wenn du jetzt hingehst, dann müsste der Gegner wieder da sein. Du kannst dir nochmal was abtrennen. Warte, was ist denn das? Aber du kannst einfach weiter kämpfen. Kämpfe mal weiter. Das ist einfach der Knopf. Die sind hinten, die sind die gleichen Knöpfe. Also das ist quasi ja, das irritiert R1 mich. Und L1. Das irritiert mich. Ich will das nicht. Wenn ich jetzt in die Mad Bay gehe, dann kommt der Gegner wieder und du trittst ihm gleich schön ein bisschen weg. Meinst du? Ja, klar, Mann. Siehst du? Das ist das Bonfire. Oh, ohne. Ja, dann. Achso, du musst mit dem rechten Stick. Entschuldigung, was hast du? Ja, hab ich den rechten Stick mal einmal reindrücken. Genau, und da musst du was auswählen. Mit dem rechten Stick irgendwie in Richtung. Genau, exakt. Und du, was mit Rüstung? Nimm was mit Rüstung. Wie, was mit Rüstung? Ja, weil du dann die Rüstungsteile bekommst. Verstehst du? Achso. Also zum Beispiel, jetzt hast du den Kopf, der hat keine Rüstung. Aber du kannst dir so den Kopf abnehmen. Der ist aber echt frech, der Boy. Ja, du machst das schon. Ich will eigentlich hier den Körper. Ja, baller den Körper rein. Oh, siehst du, das ist nämlich ein bisschen schwieriger. Sehr gut ausgewichen. Hui! Nice. Zack, und jetzt gib deinen Körper jetzt. Warum geht das denn nicht? Hätte ich nicht Viereck drücken müssen? Hast du wahrscheinlich, warte mal. Lassen Sie cross-kommen. Achso, okay, R1, R2, R2. Und R2, R1, R1. Okay, also vorne, hinten, hinten ist gegen Gepanzerte. Okay. Vorne, hinten, hinten. Aha. Aber es ist sehr langsam. Und hinten, okay. Vorne. Oh, der war aber nice. Eine gute Kombo. Mach nochmal einen Test. Geh mal zu Mad Bay. Aber jetzt nichts verschwenden mit Energy Packs, ey. Komm. Nee, das geht nicht. Ich glaube, du musst von vornherein das Teil auswählen. Weil ich glaube, sonst könntest du mich bescheißen. Aber wir können nochmal upgraden. Ja, upgrade auf jeden Fall. Ja, das upgrade. Schon wieder zwei neue Points. Gesundheit-Ausdauer, so. Oder? Gesundheit-Ausdauer. Das ist es. Das ist es einfach. Oh, das ist unser Gameplay. Gesundheit-Ausdauer. Und jetzt bleiben wir schön zwei Stunden an dieser Stelle. Und wir farmen den Typen einfach komplett. Geht schön immer durch die ganze. Was machen wir denn jetzt? Wir nehmen? Ja, ist ja egal. Irgendwas Gepanzertes. Nehmen wir Körper oder ist scheißegal. Was war gegen Gepanzerte gut? Oben, unten. Aber die ist jetzt zu langsam. Ich glaube, das bringt gerade nichts. Baller einfach rein. Oben, unten. Weich lieber aus. Es ist, nee, die kriegst die Kombo gar nicht durch, Junge. Exakt, weich lieber aus. Baller lieber einen rein, weich aus. Und drück mal Kreis, genau. Ja, genau. Ja, gut, aber du ziehst dir ordentlich was ab. Nee, du kriegst die Kombo, warte mal, ich heb jetzt mal ein bisschen Ausdauer auf. Lass ihn einmal zuschlagen. Ja, okay, jetzt kannst du es machen. Zack, zack und zack. Und jetzt vier. Nein! Ja, Volo! Ah! Her mit dem Torso. Abgekickt. Geil, Stückchen Torso. Das war ein Rachefeind. Hast du einen Rachefeind aufgenommen? So, Schema. Okay, genau, und damit kannst du die Teile basteln später. Ich kann es auch erstmal auswählen, oder? Du kannst es, glaube ich, nicht auswählen, weil das, glaube ich, nur eine. Das ist nur ein Schema, also quasi die Bauanleitung für das Teil. Ich gehe jetzt nochmal hier in die Mad Bay. Genau. Gucken wir das nochmal ganz kurz an. Unterherstellen, exakt. Da ist das Teil jetzt. Aha. So, Schema hat natürlich das Abtrennen von Gliedmaßen bekommst, kannst du einsetzen, um Ausrüstung herzustellen. Dabei brauchst du Tech Scrap und Komponenten. Neue Ausrüstung wird immer als Marki hergestellt. Und kann dann per Upgrade unter Verwendung höherstufiger Komponenten verbessert werden. Lassen sich Verhältnis 1 zu 2 in niedrige. Aha, okay. Okay, heißt das jetzt, weil du. Hast du jetzt einen Teil schon bekommen von ihm? Ja, hast du tatsächlich. Du hast das Material, aber du hast keinen nicht genug Tech-Scrap. Du brauchst 646 Tech-Scrap. Ja, das ist natürlich unpraktisch. Unpraktisch. Alles klar, dann, Komm, weiter geht's. Machen wir den jetzt nochmal, wir gehen jetzt einfach weiter. Tschüss. Komm, jetzt ballert eben, Mann. Ja, dann komm halt her. Nimm noch ein anderes Teil eben, noch ein Bein oder so. Gib mal dein. Ja, Mann. Dein Bein. Du solltest jetzt auch mal ein bisschen kloppen dürfen hier. Ich meine, das ist doch das Geile. Gegner dann irgendwas abtrennen. Ich meine, wie geil ist das bitte? Gegner abtrennen ist prinzipiell. Nee, komm mal, schade. Ich dachte, wenn ich die Kombo durchkriege. Nee. Jetzt macht er neu. Jetzt kannst du sie machen, glaube ich. Das hast du eben gut hingekriegt. Zack. Okay, er will nicht. Ah, vier. Ja, damit. Oh, was schön. Wow. Da ist es. Ein Bein. Schön. Neues Schema. Und zwar Plünderer Beinmodul. Marki, was gibt's hier? Oh, ja, erstmal den Kollegen. Was machen wir denn? Wir bräuchten. Okay, sieht aber auch nice aus. Linkes Bein, rechtes Bein, lal. Oh, Alter. Ey, ich will am Ende dieser Sendung auch so aussehen wie der Typ. Geht das? Du willst dein Geschlecht und deine Hautfarbe ändern. Okay. Das können wir. Das kriegen wir hin, Krogi. Okay, komm. Chris Cross Combo. Das haben andere Leute auch geschafft. Fuck!
Und raus! Wow! Anderes Bein. Sehr gut. Her damit, her mit dem Bein. Wieder funkelt. Funkelt. Kannst du einmal hinter dir schauen, bitte? Und zwar da die Treppe hoch. Ist da noch irgendwas gewesen? Waren wir da schon? Ich hab's vergessen. Nee. Aber hier geht's. Die Frage ist, wie weit es hier weitergeht. Wahrscheinlich nicht weit, oder? Ei, schau. Was haben wir da aufgenommen? Ein großer Schrotthaufen Metall. Erster Teil. Eins. Eins. Den mochte ich nicht. Der war nicht gut. Der war nicht gut. So, hier liegt doch noch was. Was ist das hier? Jetzt die Frage, willst du jetzt schon Heilung nehmen, damit du später die wieder einsammeln kannst? Oder wie ist der Plan? Eigentlich schon, oder? Was haben wir hier noch? Kleiner Schrotthaufen aus Metall. Wir heilen uns mal einfach. So, schleiche ich langsam. Ach, guck mal hier. Jetzt kann man sich schleichen. Vielleicht der kleine Mutant da hinten. Schleiche ich mir, schleichen. Ja, Mann, schön eingeschlichen. Aber so heftig war es nicht. Wow, super ausgesehen. Das hat jetzt aber überhaupt nichts gebracht. Der Sound war aber sehr gut. Sehr wuchtig. Ja, jetzt hast du natürlich ein fettes Kampfproblem, aber das ist dir auch scheißegal. Dass man dann natürlich bei dem jetzt hier, zack, so, direkt der Nächste. Ja. Und irgendwo ist noch so ein ganz fieser Typ irgendwo. Oh, shit. Da wolltest du zu viel. Da wollte ich zu viel. Ich bin ein bisschen gierig bei sowas. Du bist echt gierig, ja, damit. Ich bin ein richtiger Gierhans. Gearboy, jetzt will ich mich da aber auch durchprügeln. Frodo hier, einer der besten Giermänner. Man nennt ihn noch Gear of War. Gear of Frodo, Mann. Ey, was sagst du jetzt? 5 Minuten gespielt, weil da warst du ja zu schlecht dann am Ende, aber... Ja, aber ansonsten... Spaß! Fun! Nee, ist schon sehr flüssig. Ich bin, wie gesagt, bei sowas immer ein bisschen zu gierig und denke, ich krieg halt einen Schlag noch mehr rein. Also die Combo, wie gesagt, für... gegen Rüstung war R1, R2, R2. Und gegen Ungepanzer war R2, R1, R1. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, du hast vollkommen recht. So war's. Diese Armen. Aber genauso funktioniert's, ne? Rein und dann Hebelwirkung. Oder? Jetzt haben wir ein neues Schema. Können wir schon eigentlich was? Nee, ach, dein Textscrap liegt da hinten. Den sollten wir eventuell noch. Oh. Oha. Was war das? Ein Equalizer. Aha, kann ich jetzt hier lang? Oh. Rachefeind. Was heißt das? Hat er uns eben. Weil der uns wahrscheinlich weggemacht hat. Der hat sich schon umgeguckt, aber hat man nicht gesehen. Wie das einfach. Aus dem Leben geboxt. Wie das einfach nichts bringt. Aber der boxt mich auch gut weg. Weg. Wir wollen unser Textstrap behalten. Ja, easy. Sag mal, du jetzt stirbst, hast du ein Problem, oder? Ja, was für ein Problem kann ich haben? Ja, keinen Textstrap. Ja, das ist richtig. Und das brauchen wir. Krieg ich also nicht mehr von so einem Rachefeind? Schade, hättest du weitermachen können. Hast du ihn direkt gestunlockt. Aber siehst du, das passiert nämlich auch, passiert nämlich auch relativ random. Das ist richtig. Oh, schöner Block. So. Ich nehme mal die komplette Heilung einmal. Ja. Weil dann kann ich jetzt nämlich jetzt schön meine zwei. Guck mal, so ein bisschen schlau agieren. Jetzt habe ich nämlich eigentlich nichts verloren, weil ich jetzt meine zwei Batterien direkt wieder hier reinknallen kann. War hier noch was? Nö. Textrap. Da ist auch nichts drin. Guck mal, so Kisten kann man kaputt machen. Das gefällt mir. Ich mag gerne schöner Kisten. Baucontainer. Schöner. Ja, komm erstmal hier. Ich mach das anders. Das ist auch schlauer. Erstmal den ungepanzerten Dude hier aus dem Leben nehmen. Komm her, Boy. Komm ein bisschen näher, ich will dann nicht triggern. Man weiß ja, wie das läuft, ne? Auf einmal hast du 17 Gegner im Gesicht. Das doch. Schon wieder, hättest du direkt. Ja, aber ich hab, du bist vorsichtig. Und siehst du, ich wäre nämlich der einfach reingeht, weil er eben hofft, dass er den Stunlock durchkriegt. Absolute. Aber dafür ist er jetzt auch enthauptet. Weg mit dem. So, hat wie noch einen? Wo kam der andere her? Aus dem Klo. Egal. Warum war der eben. Warum hattest du eben nicht so einen geilen Damage? Das war irgendwie blöd. Das weiß ich. Ich schleiche dich an. Die Frage ist, wie weit man reingehen muss. Das ist es jetzt. Ah, aber es war doch auch nicht so krass. Naja, schon relativ, also, ja. Das war jetzt schon. Ja, es war souveräner. Relativ aber doll. Du hast ja mit ihm schon zwei Gegner gehabt. Komm, jetzt müssen wir wieder eine Unterbrechung machen. Das ist doch, wirklich, was ist denn das für eine Welt, in der wir leben? Werden Frodo oder? Und Krogi jemals ihren Tag-Scrap aufheben oder bleibt er dafür immer liegen? Schalten Sie auch gleich wieder ein, wenn das heißt, werden Frodo und Krogi jemals ihren Tag-Scrap wieder aufheben? So heißt es nämlich. Bis gleich. Yeah. To scrap or not to scrap? Das hier die Question, Diggi. LOL, Diggi. Ein scheiß Game, ey. Heb doch mal den Scrap auf hier. Wo ist mein Scrap? Links. Links? Da ist es ja schon. Da siehst du. Eins nicer Scrap. 524 Scraps. So viel. Scrap mir gleich ein. Scrapper hier ein. So. Da komme ich nicht weiter.
Kann er nicht? Da musste ich ein bisschen lachen. Ich habe ja, also ich spiele aktuell Borderlands. Mhm. Und da gibt es einen Gegner, die heißen Nog, also N-O-G. Ja. Und da musste ich direkt an die schlimm beste Eiswerbung denken. Kennst du den Original-Slogan von diesem Schokoeis, wo so Krokantstückchen in der Verpackung? Ich glaube nicht. Du kennst nicht Nogger dir ein? Heißt der wirklich so? Es geht das der heißt, also das Eis kenne ich. Ich weiß nicht, ob der immer noch so heißt, aber meine Erinnerung so an Freibäder damals, wo man dann zwischen dem Schirm immer ans Holzbütchen ist. Nogger dir ein. Nogger dir ein. Jäger. Und übrigens, das wollte ich vorhin sagen. Diese Fritz-Cola hier, diese kleine, die nach Malz schmeckt, weil du vorhin meintest, die schmeckt nach Malz. Ich finde nicht, dass die nach Malz schmeckt. Sondern? Die schmeckt so, als wenn du diese Cola-Gummibärchen, die es gibt. Ja, die sind geil. Als wenn du die isst. Also ich glaube, gerade von Haribo gibt es ja diese Flaschen. Das, was so als Nachgeschmack drin bleibt. Ja. In dir, was da so drin ist. Das Gute. Das Gute. Das Filet. Das haben die. Das Haribo Cola Filet ist hier drin. Das Haribo Cola Filet in sie Aroma. Das Haribo Cola Filet Aroma. Das ist perfekt. Haben die ausgequetscht. Die bringen die so aus. Dieser ausgefuchste Fritz. In einem ganz komplizierten Prozess werden die erst aufgelöst, die werden gekocht und der Dampf, der vaporisiert dann da so hoch und dann wird er aufgefangen und ganz kompliziert. Also aber ist geil. Physikalisch höchst komplexes Verfahren. Viel CO2-Ausstoß, aber lecker. Ja, aber lecker. Wenigstens lecker. Pass auf, was hier im Spielrad steht ist, ja, ich kann die Taste noch gedrückt halten und dann kriege ich so einen Pling. Dann kriege ich einen Pling. Und was ein Pling ist? Die schlitzen dann richtig geil. Ein richtiger Schlitz. Ein richtiger Bootsschlitz-Pling. Oh, was ist denn da hinten los? Ey, hier lang jetzt? Ja, kannst du da durchlaufen? Guck mal da, pass auf! Überraschungsgegner! Direkt in den Kopf plingen. Pling! Siehst du, darf ich nämlich auf. Aber der brennt! Du brennst! Irgendwas brennt! Bin mir noch nicht sicher, was. Alter, das ist doch scheiße, ey. Mach den mal jetzt weg? Ja, ich hab gar kein. Oh! Oh, falsches Timing, aber. Hochmeister von und zu Ausweich. Not bad. Not bad, aber. Aufheben. Es wäre geil, wenn Aufheben einfach heißen würde, dass du die alte reanimierst und die steht dann da wieder und gibt dir direkt eine mit. Oder stehen zwei hintereinander. Nee, doch nicht. Bist du Stein? War ein Poller. Ein Hydrant. Stimmt, ich habe auch gedacht, dass da einer steht. So eine kleine Version. Wir haben auch gar keine Rüstung, ne? Wir haben noch überhaupt nicht. Wir haben überhaupt keine Verteidigung. Nix haben wir. Es geht nur um Skill hier bei uns. Wirklich nur der reine Skill. Wir machen auch einen No-Armor-Run. No-Armor-Run. Und einen kein Tode-Run. Oh, was? Alter, was geht aus dem Feuer geboren? Warum brennt der? Ist der on fire oder ist der so im Berserk-Rage-Mode? Kannst du mir bitte folgen? Ich will da nicht. Ich kämpfe da jetzt so nicht. Entschuldigung. Oh, lol. Okay. Das mach ich nicht. Aber ich will die scheiß Waffe haben. Wie krieg ich die? Rechter Bein, rechter Arm. Arm, oder? Eigentlich Arm. Ja, dann. Arm. Arm ist auch egal, welcher Arm. Vielleicht. Oh. Ey, hau ab da. The big ouch. Warum ist das so? The big pain is upon you. Ich will da langsam zurückgehen. Ich raste aus. Schön die Rüstung da weggemacht. Ha! Mann, das ist halt auch, wenn die einmal in ihrer Animation drin sind. Wenn die cool wären, würden die mittendrin aufhören oder so einen coolen Sprung nach vorne machen. Nein, Mann. Oder ihre Schwerter plötzlich. Guck mal, der macht jetzt immer zwei hintereinander. Das kann man sich schon gut drauf einstellen. Drei, oder? Er schlägt einmal zu und dann macht er so schwang, schwang. Bam, schwang, schwang. Hä? Oh. Das hier. War jetzt aber überall, nur nicht im Arm. Wo ist denn jetzt? Ich will die Waffe haben. Ist sie das? Was habe ich jetzt bekommen? Keiner gesehen. Keiner. Ja, Armklingenmodul. Jawollo! War es das wirklich, ja? Die Velosaur. Kannst du den anderen kurz mal aufheben? Hier, den dritten? Nur mal, um zu sehen, wie der. Equalizer. Ah, nee, komm, das sah scheiße aus. Das sieht aus wie eine. Wirklich? Das ist eine kleine Säge? Das ist eine kleine. Also, die ist ja sweet. Aber die ist einfach. Das Ding war aber geiler, oder? Kann man Angriffskraft. Gleich viel Schaden. Aber der hat mehr Angriffskraft. Aber Energiegewinn plus 30, okay. Aber Angriffsgeschwindigkeit, Ausdauer. Na, warte, du hast jetzt ausgerüstet. Geh nochmal auf die andere, auf den Klingen, Hans. Da siehst. Also, die ist besser. Angriffskraft aber und Energiegewinn. Aber alles andere ist schlechter. Und komm, das ist. Okay, brauchen wir. Nee, das ist. Dann ist das hier. Und auch weniger Ausdauer und mehr Angriffskraft. Einfach schnell zuschlagen. Komm, lass mal an dem Typen da ausprobieren nochmal. Das kann doch nicht so schwer sein. Wie cool deine Waffe. Level 2? Tschüss! Tschüssi. Ist der irgendwo. Der ist übergepanzert, oder? Oh, der hat aber richtig Bock. Scheiße, Mann. Alter, der will. Aber der haut auch ab. Und jetzt ranschleichen und direkt so den. Ah! Der ist frech! Alter, guten Sound hat er. Also wenn sie das gut machen, dann den Waffen-Impact. Junge, den Waffen-Impact und den Wusch und Swish. Wusch. Ein paar gute Wushes und Swooshes haben die Jungs und Mädels bei Deck 13 eingebaut. Oder? Deck, weg! Oh. Ja. Ah, der Sound ist. Es ist vor allem. Es ist nicht nur so ein. Sondern es ist immer so ein. Ja, es ist. Oh shit, Mann. Oh, das klingt. Kann ich da. Also in meinem Kopf klingt das ja geil. Darf ich einmal zocken jetzt? Aber ich will doch nur Immersion. Ja, mach Immersion, gib mir. Ach, scheiße, Mann. Scheiße, Mann, du willst doch nur.
Das ist, oben. Das ist die Szene, wie bei. Also, erstens, wenn du jetzt. Wer war das bei Robin Hood? Welche Frau hat da mitgespielt? Sag mal eben kurz. König der Liebe. Oh Gott. Das ist so, wenn hier Robin von Locksley da feinen Bogen übt, ne? Hm. Schießen übt. Und dann kommt die Olle und pustet ihn mal ans Öhrchen. So war das gerade für mich. Ja. Ja. Wir jetzt auch rausfinden, ich habe mein Handy nicht hier. Das habe ich nämlich gesagt. Also, Kevin Costner war das auf jeden Fall. Das bringt uns ja nichts. Nee. Der ist ein bisschen. Der weiß nicht, ob er zuschlagen soll oder nicht. Der ist dumm. Nicht in die Ecke drängen, Krogi. Nee. Komm, oh, der dreht. Das ist halt gut, ne? Dass er. Also, da muss ich sagen. Ey, das macht schon Bock. Es dass ist, er sich halt gedreht hat in der Attacke und nicht einfach stupide gerade ausgelaufen ist. Aber ist jetzt, schon mal wenigstens. Jetzt wird er enthauptet. Ich merke das, ja. Das geht ja richtig gut. Und jetzt aber. Das war ein Level-2-Gegner. Kann uns das Spiel stoppen? Nein. Betonung auf wahr. Neues Implantat. Der Akku-Adrenalinisator. Will ich mir gar nicht. Gucken wir uns an. Kann ich aber nicht auswählen gerade. Wird dein Akku gefüllt, erhöht sich für kurze Zeit die Geschwindigkeit der Ausdauerregel. Nein, das wollen wir nicht. Wir warten. Nee. Wir machen es noch. Aber geil, ein Voltere-Kopfmodul. Voltere-Kopfmodul. Ich kann auch mal die Drohne benutzen, habe ich ja gar nicht. Stimmt. Ja, oder? Das ist das für ein Gameplay bei mir. Schlecht. Was steht da oben? Deutschland? Stopp, auf der Stopp. Oben rechts. Docklands. Ja. Aber für wer es lesen will. Deutschland! Wer will, kann auch Deutschland lesen. Da kommt bestimmt einer hoch, so ein alter Offe. Kannst du mal runtergehen, kannst du mal reinschleichen hier. Kurz mal. Da steht einer. Kurz mal, wir müssen sneaky sein. Hat er eine Gatling in der Hand? Der hat eine Gatling. Okay, dem war. Kannst du die Drohne ins Gesicht drücken. Ja, Mann. Jo. Ja. Direkt deleted den Boy. So, wo ist der andere? Der kriegt auch eine Drohne ab. Entspeichern. Da ist er. In den Kopf gedroht. Bam, 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 bam. So spielt man. Bam, 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 bam. Ja, du hast keine Mumpelei mehr jetzt. Aber ich habe doch 400.000 Schuss. Muss ich das wieder aufladen? Vielleicht musst du jetzt kurz mal in dein Inventar reingehen und mal. Mach ich nicht. Inventar ist für Versager. Wenn das Spiel will. Oh, eine verbesserte Transistor. Jetzt komm da runter, du Affe. Ich will dich fighten. Aber ich habe wieder ein bisschen Drohne. Geiler Kopf. Eins Drohne hast du. Ja, anscheinend nix. Applaus. Na ja, gut. Halt er sich? Nee. Inventar. Ich hast du nicht. Hä? So viel habe ich doch gar nicht geschossen. Ich hatte 34. Ich habe auf keinen Fall 34 Mal geschossen. Vielleicht doch. Unpraktisch. Na gut, braucht man nicht. Ist nicht so wichtig. Der wird ja wohl runterspringen. Was ist das? Kleiner Schrott aus Metall 4. Danach wird's schlecht, hast du gesagt. Ab dann wird's schlecht. Also 4 war. Nee, einer schlecht nicht, aber 4 war schon der Beste. 4 war der Beste. Bei Star Wars war ja 4 auch einer der Besseren. Ja, absolut. Welche Zählweise? Nee, na, Episode 4 halt. Ja, okay. Also, da ist die Zählweise egal. Das ist vollkommen richtig. Wie war die Reinguck, die Reinguck-Folge? Die Reinguck-Folge war. Wie war die Reinguck-Folge? 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 3,5, 8, Solo, 9. Aber immer noch schade um Alderaan. Immer noch traurig. Immer noch. Was da mit Alderaan passiert ist, das war schon ein bisschen sad. Oder? Das war richtig scheiße, Mann. Da war ja auch die Prinzessin zu Recht traurig. Ja, das also, die kam da. Alle tot, da kann man schon mal traurig sein. Geil, ein Zusatzkern. Zusatzkern, Krogi. Zusatzkern? Habe ich bekommen? Ja, guck mal, was der Zusatzkern kann. Was kann der Zusatzkern? Weiß ich nicht. Was 8, von, 8 von 15 ist eine ungerade Zahl, Zusatzkern. Was? Hier ist da irgendwas Komisches. Oh, nein, das Gift. Siehst du das? Ich war im Gift. Ja, dann mach doch sowas nicht. Während du Blocken gedrückt hältst, steuere mit rechts in die Richtung, fand ich angemacht. Ja, okay, jetzt hast du es gehört. Du kannst also wirklich in der Richtung, oder du musst in die Richtung drücken. Aber theoretisch bräuchte man also das Ding, was wir ausgewählt haben, ja, ist halt eigentlich für Anfänger, weil theoretisch müsstest du ja wohl sehen, von wo der angreift. Ne? Ja, also du hast vollkommen recht, ist echt so ein bisschen losermäßig, aber Alter. Aber wenigstens hast du kleiner Schrotthaufen und Metall 6 gefunden. Endlich 6. Wo ist denn mit 5 eigentlich? 5? Da lag was. Okay. Nummer 5 lebt. Lag noch was? Hier lag noch was. Was ist das? Ein Tag? Wofür denn? Wie? RBTV Blau hat ihr getaggt? Hä? Bewerten. Gefällt mir? Gefällt mir nicht? Gefällt mir. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz? Wer spielt das? Ich bin verwirrt. Lenny Kravitz spielt The Search 2? I want to get away. Ich hab früher. Du kannst den Typ mal schießen. Ja. Oh, physische Aggression. Aber irgendwas, was nicht gepanzert ist. Das geht wahrscheinlich besser. Oder? Brust, oder? Scheiße. Ich habe ja früher, weil ich so ein kleines Allergikerkind war, besonders krass gegen Beifuß. Hast du so eine Hyposensibilisierung gemacht? Ja, nee, habe ich nicht, aber ich bin auch Allergiker. Hypo oder Hyper? Hypo, ne? Hyper.
Hypo auf 1 machen, Hypo sensibel. Okay. Das habe ich gemacht und dann kriegst du ja mal eine kleine Menge initiiert und dann musst du vorsichtig aber eine halbe Stunde da sitzen für den Fall, dass du einen Schock kriegst. Heroin, ne? Genau. Ja, gut. Ja, bei mir war es Beifuß, aber manche kriegen auch Heroin. Ja, genau. Und ich habe tatsächlich damals in der Wartezeit immer Lenny Kravitz gehört auf meinem Minidisplayer. Wirklich? Falls du noch weißt, was ein Minidisplayer ist. Und Minidisc hat einen richtig geilen Sound. Ja. Also ich bin stolz auf dich, dass du das hast. Vor allem waren die Minidisplayer halt geil, weil die waren halt kleiner als ein Walkman noch. Und hatten, also da hat gut viel draufgepasst auf so eine Diskette, glaube ich. Auf jeden Fall. Und du hattest dann so einen geilen Index, musstest nicht irgendwie spulen. Genau. War das vor der CD? Nee, es war parallel, ne? Das war parallel. Ich hatte vorher auch einen CD-Spieler. Und ganz, ich fand das auch sexy aus, diese kleinen Disketten, oder? Vor allem gab es die Minidisc-Dinger, die gab es ja in verschiedenen Farben. Und die waren dann alle mal so halb transparent. Ich hatte die in Blau und in Magenta und in Rot und das war voll geil. Stimmt, die sahen super Future aus. Die sahen richtig Laser, wie die aussahen. Die Laser, wie du abgehst. Voll Laser, wie du abgehst. Ey, wir haben so viel Textcrap, ey. Ich will jetzt irgendwie Sprung aus der Bewegung. Oh, jetzt haben wir gelernt, wie man springt. Schrotthaufen aus Rosting Metall 1. Wir haben gerade einen Rewatch gemacht. Das kannst du. Kannst du bitte immer hier sein? Ja. Oh. Das ist wie bei Gronkh damals, der auch immer gemacht hat. Ey, was nehmen wir denn jetzt? Mal was Neues. Vielleicht einen Kopf? Hallo, 100 Gramm Kopf, bitte! Hat der da gerade gepumpt? Ach, der war abgelenkt! Ja, direkt deleten. Klick, klack. Klack. Ey, nicht ins Wasser fallen! Nee! Nee, ich will es aufsammeln. Kopfmodul, alles klar, Prozessor. Und hol dir eine volle Akkuladung. Jo. Hast du recht. Gut, das, ne? Hier Sprung. Gut, du bist dran. You died. Oh, das ist aber nett. Du hast noch alles an Textrap. Ja, da fällt's. Der, guck, der. Ich hätte vielleicht doch vorher nochmal fragen sollen, wie Springen überhaupt geht. L3 springen. Ja. Das war ja wundervoll. Jetzt kann ich auch mal sagen, LOL! So. LOL, Diggi! Da kann der überhaupt was, dieser Frau. Boah, war das knapp. Boah, der Sprung. Das war super knapp. Okay, das hat mir gut gefallen. So eine Scheiße. Du willst doch nicht zocken, ist okay. Ich kann auch. Ah, jetzt sind wir hier unten, schau mal. Da sind wir eben rübergelaufen. Geil, wo ist der Oktopus? Da drüben. Da war's mit. Zum Squid. Squid! Squid! Ja, dann geht's jetzt hier hoch. Da und liegt das. Da links, links. Wo? Ah, ja, wie hast du das denn gesehen? On your lock! Hey, sieht nach einer tollen Abkürzung aus. Wo? Sagt er und starb. Bis wir ausrutschen und uns die Strömung mitreißt. Wohin auch immer. Wo? Ach, hier? Ich sehe hier keinen, der mitgerissen worden wäre. Sieht für mich sicher aus. Ich sehe hier keinen, der mitgerissen worden wäre. Ja, weil er mitgerissen worden wurde und jetzt weg ist, du Hand. Entschuldigung, fast mein Einsatz verpasst hier. Riverside, motherfucker. Squid! Ja. Gut ein. Ciao. Oh, du kannst die Tür aufmachen für Abkürzung. Okay, das war mehr Glück, aber falls du hier nochmal durchlaufen musst, geh auf. Hey, welcome. Ist gut für Backtracking. So. Oh nee, ist nicht gut. Was ist hallo? Mit ihm? Sag ihm, dass er sich verziehen soll. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch genauso unfreundlich sein. Die sagen, ich habe den Virus, aber die werden sich noch wundern. Mich erwischen die nie. Ja, ist ein bisschen schüchtern, oder? Komm also ich meine, ich habe den Virus und sie haben recht, aber kennst du einen Shortcut? Ja, ja. Verbesser deinen glänzenden Kram. Hält dich am Leben. Ja, ja. So, ja. Ein Geheimweg führt durch den dunklen Spalt zwischen den beiden Gebäuden da oben. Ist vor allen Dingen so angelacht. Das ist ein schwer bewachtes Scanner-Tor, das dich zu den Babylon Gardens führt. Also versuch dein Glück, wenn du unbedingt willst. Aber ich würde dir erstmal den Seaside Court empfehlen. Okay. Okay. Bis dann. Ciao, Bruder. Da lag was. Kleiner Schrott aus Metall. Neun! Ha! Digi! Oh, Junge! Großer Schrotthaufen aus Metall 2! Warum rede ich eigentlich so? Aber es macht ihm Spaß. Dann wird's langsam wahnsinnig. Oh, boy! Ach, Frodo, ey. Warum? Warte, ich will da hoch. Ja, dann geh doch da hoch. Da war doch irgendwie Tag bewerten. Was ist das? Der Fall ist da blau. Ich bewerte das. Ich like das. Gut. Und nicht vergessen, liken, abonnieren, gehorchen. Motherfucker. Achso, da sind wir hochgekommen. Kann ich hier lang jetzt? Der Fall sagt aber es ja. Aber nicht runterfallen. Da ist auch wieder was. Setze deine Drohne ein, um Banner gut zu verstecken. Schiff. Je weniger Spieler binnen 60 Minuten deinen Banner finden und zerstören, desto größer wird dein... Ja, wie kann ich denn so einen Banner setzen? Setze deine Drohne ein. Ich will Drohne und jetzt Banner. Wie banner ich ein? Banner dir ein, Alter. Es ist mir auch scheißegal, ist mir ehrlich. Banner dir mal ein. Da ist tolle Zeug drin. Da ist tolle Zeug drin, aber ich kann es nicht öffnen.
Ich kann es nicht. Ich kann es nicht kaputt machen. Alles voll, aber ich kann es nicht. Ah, ja, ja. Alles voll Scheiße. Krug in die Schuhe. Keiner will, dass ich so rede, aber ich kann nicht. Exoline benutzen. Alter, wo geht die hin? Unten rein in den Tümpel rein, nach Mordor? Kann man nicht benutzen, leider. Kann man nicht. Ich habe kein Exo-Zipline. Motherfucker. Aber hier. Ey, ohne diesen Sound macht's doch einfach keinen Bock mehr. Das wäre auch einfach scheiße ohne diesen Sound. Oh, was ist da los? Der große Interagator. Wahrscheinlich hast du die Exoline angemacht, oder? Ich habe die Tür auf. Diese Tür aufgemacht. Das kann natürlich auch sein. Ey, wir sind wieder. Upgrade. Wir haben eine Abkürzung, oder? Okay, jetzt haben wir ganz viel Zeug. Ich löse mal alles auf. Wir haben richtig viel Zeug. Guck mal, wir haben drei. Was heißt denn das jetzt? Damn! Ups! Ist das jetzt auf der Bank sozusagen? Ist das zusätzlich? Das ist eine gute Frage. Ich drück mal hier drauf. Okay, es wird davon abgezogen. Es ist die Bank. Das ist ja weird. Lass mal was herstellen erstmal. Ja. Wir wollen hier doch geil ausgerüstet sein. Helm? Mark einen geilen Helm. Nehmen wir den oberen oder den unteren Helm? Was? Stabilität ist unten schon mal mehr, ne? Ja. Aber Verbrauch der Kernleistung gleich. Schaden ungepanzert. Die Frage ist ja, Plünderer Brust, Plünderer Kopf, Plünderer Arm, Plünderer Bein. Das ist dann... Wir haben jetzt das komplette Set, ne? Das steht in der Mitte. Lass das machen. Ist doch geil. Ja, geil. Dann go, go, go. Kopf. Brust. Bein. Link. Arm. Ah, jetzt haben wir auch mehr Arme. Habe ich noch ein Bein? Ja. Ich brauche noch ein Bein. Wie viele Beine habe ich denn jetzt? Nicht genug Bein. Okay, lass mal gucken einmal. Noch plündere Arme, du hast hergestellt. Ja, aber wie viel habe ich denn? Warte, ausrüsten. Kopf. Kopf. Ja, jetzt ist schön. Schöner Kopf. Arm. Arm. Das ist Arm. Starker Arm. Bein. Habe ich nämlich nicht. Teilzett. Doch, habe ich. Ja, du hast, weil du 3 von 6 hast. Okay. Und habe ich jetzt ein Brustzeug? Nee. Ach so, ich habe keine Kernleistung. Ja, ist doch easy. Das können wir upgraden durch Level Up. Ja, na dann. Habe ich denn, aber lass mal kurz gucken. Habe ich denn noch einen Armslot? Nee. Okay, Arm fehlt mir noch eins und Bein fehlt mir noch eins. Ach, den Kernleistung hast du dir nicht vorhin eingesammelt? Ja, aber pass auf. Du kriegst durch, Kernleistung steht gerade unten. Leistungsverbrauch genau, steht dort. 15 von 16. 16, genau. Und ein so ein Rüstungsteil braucht 2. Und ich glaube, manche brauchen sogar 3, der. Oder so, exakt, ja. Genau. Und bei Level-Ups bekomme ich mehr Kernleistung. Obwohl ich eine aufgesammelt habe. Ja, aber es reicht halt nicht. Dann komm. Wir haben noch genug Kohle. Ja, Mann. Floink! Siehst du, jetzt könnte ich wieder einen nehmen. Komm, einen noch. Ja, genau, und jetzt kannst du Sachen bauen. Guck mal, 8 Punkte. Was nehmen wir? Ja, ich würde sagen 4-3-1, oder? Oder vielleicht 3-3-2? 3-1. Es komm. Ja, komm. Scheiß auf die Akkueffizienz. Knallen muss das, oder? Das knallen. Oder ist ich bin eher so der Batterietyp. So, Brust. Brustschlot. Guck. Geiler Brustschlot. So, jetzt, was haben wir noch? Kernleistung. Siehst du, wir haben fast keine Kernleistung mehr. Also, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ah, scheiße, da hätten wir natürlich. Ach nee. Guck mal, ab dem nächsten Level können wir ein Ding zum mehr benutzen. Ein Implantat. Oh ja. Stimmt. Nice. Okay, dann brauche ich. Nee, dann machen wir noch ein Level ab. Scheiß drauf. Wir haben hier noch 1000. Jawollo. Ein Level ab. Aber noch. Knapp, ne? Aber knapp. Aber gemacht. Implantatslot. Freigeschaltet. Frodo ist am Start, Leute. So, was nehmen wir jetzt? Nochmal Gesundheit, Ausdauer? Ja, ne? Komm, scheiß auf Akku. Ja. Das ist dir auch kackegal. Aber scheiß drauf. So, Akku ist nur einmal im Jahr. So, jetzt ist doch, komm, wie wir abgehen. Mega. Wo voll mega? Wo kamen wir her? Da. Hier? Hier? Hier längs. Und dann längs. Genau. Ah, hast du gut gemerkt. Und also, nächstes Mal, ich mach's nochmal. Können wir richtig ranzoomen einmal auf Frodo? Geht das? Mit den Geräuschen. Ich möchte seine Zunge so richtig wackeln sehen. Ja? Es dauert jetzt ein bisschen wahrscheinlich, bis es eingerichtet ist. Kann aber, auch ein aber, nee, mach einfach nochmal einen zum Testen. Wow, beeindruckend. Und jetzt kann da jetzt jemand so einen Dauerloop draus machen. So, weiß ich, so ein. Also, wenn du auch so einspielen so kannst, dann kannst du dir ja aufs Stream legen. Ja, wirklich. So ein 10-Stunden-Video. Okay, einmal noch. Was? Das war doch genau das Gleiche. Hammer geil. Ich liebe es. Okay, weiter geht's. Ja, ich kann das auf Abruf. Ja, das nennt sich Professionalität. Du bist einfach ein richtiger. Ja. Das wird bei mir ganz groß geschrieben. Du bist der Professionellste, den ich kenne. In allen Belangen. Der Professionelle. Da. So, waren wir hier schon? Sag mal. Waren wir überall? Ich geh nochmal hier runter. Geh mal da runter. Weil dieses Hinweisschild. Achso, nee, hier kommen wir her. Dave doesn't. Aber das ist doch ein Hint. Nee, das ist ein Tag, Alter. Nein, ja, aber das ist doch wie hier bei. Hier. Ah, guck mal. Aufheben. Ja. Toxischer Filter. Willst du nicht mal gucken? Du hast einen Slot mehr. Du kannst eins mehr ausmachen. Stimmt, Diggi. Und du musst alles haben. Also, wir haben den neu. Was ist das? Physischer Aggressionsumleiter. Sorgt dafür, dass Angriffe immer den anvisierten Körperteil treffen, unabhängig von der Schwungrichtung. Das wusste ich gar nicht, dass die dann nicht immer treffen. Der zugefügte Schaden wird aber
bei Angriffen um 75% verringert, die normalerweise wegen der Schwungrichtung einen anderen Körperteil treffen würden. Ja, aber trotzdem treffen sie den richtigen Teil auf jeden Fall. Was ja nicht schlecht ist. Exakt. Toxischer Filter. Gifteffekte abschwächen. Lame-o. Erhöht die Kernleistung. Das ist wiederum wahrscheinlich später ganz gut. Verringert die Geschwindigkeit, mit der sich der Energiebalken leert. Das finde ich lame. Ja, und was ganz unten? Wird ein Akku gefüllt, erhöht sich für kurze Zeit die Geschwindigkeit der Ausdauerregeneration. Ach, come on, ey, nehmen wir den, oder? Ich würde auch den nehmen. Ja. Hä? Nicht genug Kernleistung? Ah, ich habe nicht genug Kernleistung. Ja, das ist jetzt natürlich unpraktisch. Dann wir könnten oben auch einen wegmachen. Also ich meine, guck mal, brauchen wir das mit dem Wissen, von wo sie angreifen? Ich fand's schon ganz geil, weil aber du blockst doch eh nie. Aber ich weiß, dass die dann einen Angriff machen. Das ist wahr. Weißt du, das ist schon echt ein großer Vorteil. Dann lass uns doch, solange wir noch keinen haben, also noch keinen Kernleistung einfach erhöhen. Ja, aber ich verbringe das jetzt momentan. Egal, wir machen das einfach. Wo war das? Hier. Das geht. Geil. Oh, aber es hat, wow, das ist ja richtig viel. Ja, 5 halt. Steht da auch. Steht nicht, ganz alles. Das habe ich nicht gesehen. Wow, nice. Können wir denn nicht jetzt schon auch uns was Neues ausrüsten? Wir haben doch gar nichts. Lass doch eben was bauen. Ach, wir haben kein Geld, wir haben nichts mehr. Ach Mann, was eine Enttäuschung. Müssen wir erstmal ein paar Leute wegdingsen. Ja, aber jetzt, wow. Aber ich glaube. Da, guck mal, oh, der Boy schon wieder. Da krieg ich hier auch keine Gnade. Ah, ja, Junge! Stark ausgewichen. Scheißegal. Aber da rechts kommt der andere Collage. Kämpft der andere womit? Der Typ hier dahin? Ja, der kommt gleich. Nein, der hier meine ich. Kämpft der mit, wenn ich da reinlaufe? Oder? Wahrscheinlich wird er jetzt der Hackstücke und ist die Nummer durch. Da hinten kommt noch ein dritter, oder? Komm mal her, ihr ganzen Geilen. Wir haben Johnny Boy, der wartet schon hier auf euch. Okay. Ich kann das nicht, es ist so schwer. Ach, ist doch scheißegal. Geil, wenn du die. Die rennen auch weg, ne? Ja, scheiß drauf. Gut. 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 Was war das? RBTV blau. RBTV blau. Da geht's weiter, oder was? C-Side Call. Sind das Gegners? Anscheinend. Warum läuft der denn so schnell? Hey, so, oh, scheiße, ich hab voll vergessen, auf Position zu gehen. Ja, was war. Der war in der Werbepause kurz pinkeln. Oh, nee. Wirft der Molotow? Kleinen Molly. Oh, knapp. Ja, Flammenwerfer. Mogi. Ja, ist ja gut. You know what time it is. It is Flammenwerfer wegnehmen Zeit. Flammenwerfer wegnehmen Zeit. Ja. Oh, der ballert aber richtig einen rein. Ja, den linken Arm. Vielleicht ist hier rechten Arm. Oh, Flammenwerfer abnehmen Zeit. Flammenwerfer abnehmen Zeit. Ist abgenommen. Abgenommen. Was, das will ich aber auch haben, was er da hat. Dann, was ist das? Rechter Arm? Ab geht's. Recht. Nachkampf kann der auch, der Arsch. Dann kann er wegrennen. Aber der hat keine Ausdauer, der kann nix, der hat keine Ausdauer. Was soll er machen? Nee! Doch! Wow, das ist, also. Was geht hier ab? Dass das in dem Hologramm passiert, war schon ein bisschen geil. Was ist denn das? Was macht die da? Ist das hier. Das ist 11. Ja, ne? Das ist sie. Unmöglich! Stranger Things! Gib mir die Scheiße. Drohne war geil. Geil! Glockenhoff Autogewehr. Glockenhoff R47 Autogewehr. Das andere will ich aber auch haben. Auch das ist nur ein Schema. Aber das ist ein Vulta. Da hast du auch schon einen Helm von. Hab ich nicht so. Hab ich schon einen Helm von. Das ist genau ein Helm. So, dahinter kann ich dann eine Tür. Oh, Feuerklaue. Nice. Gucken wir uns gleich mal an. Erstmal kloppt die Sache hier auf. Metamorph-Klauen. Jetzt haben wir richtig viel Shit, Digi. Jetzt haben wir zum einen. Komm wieder. Jawohl, die sind geil. Oh, die sind in allem besser. Oh, die sind viel besser. Schon jetzt ausgerüstet? Oh! Oh! Oder? Oh. Einmal nur gucken. Okay, das jetzt sieht doch scheiße aus, muss man ganz ehrlich. Der ist ja super. Eine Feuerklaue. Warum ist der andere immer noch besser, oder? Die mit der Morphgown? Nee, in vielen Bereichen. Energiegewinn ist hier natürlich hardcore, aber komm, das ist schon. Ja, das ist einfach geil. Außerdem hast du da so einen geilen Glitch überall dabei. Ja, das gefällt mir. Das geht gut ab. Da werden Gegner einfach rausgeglitscht und landen in The Search 1. Was bekanntermaßen nur The Search 1 ist. Du hast vollkommen recht, aber beim zweiten Teil muss man es ja The Search 1 nennen. Wo geht's da unten hin? Ist da was Gemeines? Lass uns kurz einmal die Gegend abchecken, weil ich glaube, wir checken die Gegend ab. Also, hier ist der All Saints Boulevard. Warum ist da ein Wi-Fi-Symbol? Das, nur 10 Leisure Credits. Will ich nicht. Leisure Credits. Laser Credits. Kontaminiertes Material registriert. Verstanden. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Sind die nicht abschießen können jetzt mit deiner Drum? Oh. Volltreffer! Geil! Da wollen wir nicht rein, Frodo. Och, natürlich. Nein, noch nicht. Das ist noch nicht unser Gebiet. Level 3, fuck off. Und? Welches Level bist du? 1. Keine Ahnung, Mann. Wir gucken einmal noch hier in die Ecke, komm. Du hast 20 Drohnenschuss. Gib ihm mal da. Level 2, das ist es. Hat der ein Schild? Der hat ein Schild. Ein geiles Schild. Was ist das für ein Boy? Oh. Oh, der hat wirklich. Der hat zwei geile Sachen. Oh, krass. Will das Schild haben?
Hä? Rechter Arm. Das ist ja auch einen geilen Kopf. Wow! Oh! Das ist eine Autotür! Autobot! Das ist ein halber Transformer, Mann! Ich will den scheiß Kopf haben. Oder die Waffe. Ah, schwer. Ich finde den Kopf. Der Kopf, ne? Ich hab das Gefühl, dass du den Kopf schon hast. Aua. Oh, das hat aber richtig weh. Ist das nicht der Vulture-Kopf? Du bist gleich dran, mein Freund. Du? Das ist der. Das ist eine Heckenschere! Der hat eine Heckenschere! Das ist echt eine Heckenschere. Oh, der ist aber. Fieser Schuh. Oh, schade. Nee, warum denn? Doch, musste so sein. Hier, ich will das haben. Aber du hast es doch jetzt nicht abgeschossen. Hab ich's? Ich hab doch was bekommen von ihm. Nee, nur Zellen. Oh, Mann, traurig. Oh, richtig schlecht. Ey, komm, ganz ehrlich, das klären wir jetzt. Ja? Das klären wir jetzt. Wollen wir vor die Tür gehen? Ja, gehen wir vor die Tür. Und ihr wartet so lange, bis wir wieder da sind, und dann gibt's nochmal richtig auf die Schnauze für alle. So, komm. Na, Mann. Freunde, was ist das denn? Da habe ich dem Krogi aber gerade eben ordentlich das Fressbrett poliert. Ja, aber dafür. Und mir auch. Dafür siehst du mir ganz gut aus. Ja, was Wischen eben, polieren. Oder? Habe ich ja so gelernt. Frodo ist heute hier. Wir spielen The Search 2, machen einen Knaller durchgenommen. Zumindest heute bist du dabei. Du kannst jedes Mal kommen. Wir können auch mal skypen oder so. Ich weiß nicht, ob ich so lange so hart bleiben kann, ehrlich gesagt. Du bist. Also ich weiß, wenn ich das länger als 4 Stunden anhält, soll man normalerweise auch einen Doktor aufsuchen. Dann schlitzt mal das ganze Teil auf. Das Blut muss raus. Ist das so? Wir gehen wieder ins Spiel. Kann man da nicht einfach ein Blutegel ransetzen? Kannst du machen, aber die sind sehr selten. Für diese kleine direkt Größe. Einfach vorne rein so. Das ist ein Babyblutegel halt. Das ist der Amazonasfisch, den du meinst. Der Penisfisch. Ja, der kleine Penisfisch. Der Penisblau. Können wir bitte wieder ins Spiel gehen? Ich will dieses Gespräch nicht weiterführen. Und redest du eigentlich gerne über Schwänze? Ich rede prinzipiell gerne über alles. Okay. Also, wenn da Schwänze bei rumkommen, dann kommen da halt Schwänze bei. Also, da liegt was Blaues. Ja, ich nehme das jetzt mal mit. Schlumpfenpenis wahrscheinlich. Okay. Ausrüstungsbeleuchtung. Ja, Mann, endlich. Haben wir es jetzt das bekommen? Ist eine Lampe an? Ah! Nee! Ah, Lulz! Du bist dran. Digi. Ja, Mann, endlich. Alter, dich da ist doch richtig was Leben los. Gedroppt. Der hat mich super gesmackt, ey. Also mach mal Licht an. Ha, du bist tot, ohne lol. Scheiß. Was ist das denn für eine linke Sau, das Game? Oder? Hättest du das Licht nicht angemacht, hätte er nicht gewusst, wo ich springen soll. Hätte er nicht gewusst. Sehr oh, gut. Nee. Ja, gut, du weißt ja, wo lang muss. Abkürzung. Abkürzung. Nee, warte mal, Abkürzung geradeaus. Ja, geht auch, genau. Ja, genau, lauf da einfach durch. Mit X ist übrigens sprinten. X gedrückt halten. Ja. Super, lol. Okay. Übers Feuer. Nice. Wenn ich jetzt Brandschaden gekriegt hätte, wäre halt echt lustig gewesen. Guck mal, jetzt unterhalten die sich über dich. Kennst du noch den Typen von gestern? Hey, da war vorhin so. Oh, scheiße, ich stand gar nicht auf Position. Willst du wirklich jetzt überall vorbeilaufen, ja? Ich hole mir jetzt hier unten den Typen und jetzt hole ich mir aber deinen rechten Arm. Ah! Direkt einen falschen Knopf gedrückt. Du musst das jetzt. Nee, pass auf, du musst den Angriff charten, damit du das Schild durchbrichst. Gedrückt halten. So. Einen Angriff. Ja, jetzt. Ja, genau. Ja, das ist schon durchbrochen. Sehr gut. Jetzt kannst du nochmal. Oh, du hast ihn vergiftet, Mann. Ah ja, nee! Du bist mega gut. Oh, mega gut, abgeschnitten. Frodo. Mega. Ah! Ne, er hat wieder übertrieben. Frodo hat wieder übertrieben. Wer hat übertrieben? Frodo hat übertrieben. Oh, Alter, die absolute Zeit. Halt dich mal. Halt dich jetzt. Ich heil doch schon. Was machst du denn da? Schön in den. Es ist wundervoll, wie du spielst. Ah! Hallo, guten Tag. Zergiftet und verstopft. Zergiftet und zerstopft. Woran ist der gestorben? An Zerstopfung. Zergiftet und zerstopft. Übel. Ich fand's sau geil. Weil jetzt weiß ich jetzt, wie wir Gegner sind. Was für freche Dachse. Ich mach das jetzt wieder auf die Krogmann-Art. Ja, okay, ganz entspannt. Was ist denn die Krogmann-Art? Ganz entspannt und dann zerstopft. Rein, aber nicht. Oh, guck mal! Banner gesetzt von Legioner. Hä? Was ist das? Banner berühren? Berühren. Ja, guck mal, wir haben noch 133 Meter bis zu unserem. Ist das, oder? Ja, bis zu unserem Souls da. Wie heißt das? Scrap. Scrap! Scrap! Und wir haben vor allem nur 2,5 Minuten Zeit. Ja, das schaffen wir wohl. Spring an dem vorbei. So. Interessante Auslegung des Wortes springen. Und hopp. Stark, Krogi, stark. Dankeschön, dankeschön. So, jetzt kommt einer her. Ich kann das nicht wie du. Ich will einen haben. Ist ja wirklich geil, dass er so. Ach, scheiße, stand schon wieder nicht auf Position. Was läuft der denn jetzt? Tschüss. Jetzt komm doch endlich her. Schieß dir noch mit der Drohne einfach. Jawollo. Pock. Jetzt komm. Das reicht nicht? Doch, das reicht ja wohl. So. Sorry, ich muss das ruhiger spielen als du. Aber du hast ja noch 1 Minute 58 Zeit, um da hinter dir ist noch so ein Arsch, ey. Was? Ja, ganz ehrlich, jetzt habe ich hier 1 Million Leute, ja? Ach, come on. Die Scraps.
Ja, wie viele Scraps waren das? Ausreichend viele, dass es sich lohnt. Oh, eine Molette. Kann er nicht mal mitkämpfen? Was haben wir getan? Okay, ich brauch die. Du hast vor allem keine Ausdauer mehr, ne? Das hilft ja nichts. Ja. Kannst du nicht das andere Gewehr eigentlich ausrüsten? Würde das nicht mehr Schaden machen? Ich will einfach die jetzt wegmachen. Ich will die einfach wegmachen. Ich will nicht trainieren. Du hast noch 1 Minute 40 Zeit, um deine Scraps zu holen. Ja, das haben wir ja wohl. Oh, Junge, der ist aber. Brutalste Art und Weise, du burnst. Das Bein. Entschuldigen Sie, könnte ich bitte Ihr Bein haben? So. Die haben wir. Wir brauchen unsere Scraps. Hol dir die Scraps. Das habe ich aber schon. Wecke den Tiger in dir und hol dir die Scraps. Die Zeit. Hä, wird die Zeit resettet? Wird die Zeit resettet? Wird sie? Weiß ich nicht. Ja. Ja, mit jedem Kill, den du machst. Oh, das ist ein dankbares Spiel. Das ist aber gut. Okay. Das ist echt ein geiles Feature. Ja, dann kannst du auch ein paar Leute verprügeln. Dann mach ich den mal auf den letzten Drücker, ja? Jo. Wo ist der Boy? Wo ist der Frodo-Boy? Da steht er, oder? Komm her, Mann. Wow. Ich will nicht mehr. Komm her, du scheiß Drohne. Jetzt muss ich einen Charger machen. Und jetzt gib ihm, Alter. Peng! Das hat ja gar nicht funktioniert. Das hat richtig wehgetan, vor allem. Alter, Kobi hat auch direkt komplett wegrasiert, den Kollegen. Ja, aber ich war auch sauer. So, jetzt zweimal schlickern hier. Sag mal das auch in Berlin, schlickern. Schlickern? Ja. Was soll das heißen? Ja, mal so ein Toffifee wegschlickern oder so. Also schlickern klingt wie was ich mit einem Lutscher machen würde. Ja, exakt. Darf ich mal an deinem Toffifee schlickern? Ganz nice, oder? Pass auf, wenn ich das Licht anmache, kommt der gemeine Ohr. Nee, aber rechts droppen vor allem zwei. Ach, da sind auch noch welche. Oh, come on, ey. Ach, die droppen gar nicht, die kommen kaputt. Du kannst den da in der Ecke, da gehst du einfach rein. Und machst den in der Ecke kaputt. Ja, aber der andere. Ja, in der Ecke. Aber der andere sieht nichts. Ich will aber auf den Kopf. Aber ich möchte bitte auf den Kopf. Ja, jetzt guck mal hier, easy, Alter. Oh, da ist der nächste. Tschüss. Wie so ein kleines Bambi. Ah! Wieso lebt denn der noch? Oh, das ist ein dritter. Das ist auf jeden Fall jemand anders. Und der andere hat so eine Transformers-Panzerung. Ja, dann machst du jetzt erstmal den weg. Den kannst du auch theoretisch mit deiner Drohne wegslashern. Lebe noch. Krogi macht das schon ganz gut hier. Lebe noch, Digi. Und easy. Was? Wer ballert denn da? Der freche Dachs, der frecheste von allen. Ich find freche Dachs auch einfach gut. Ich probiere mir ab, so Sachen wie Hurensohn zu sagen und sag stattdessen freche Dachs. Ich gewöhne mir Hurensohn ab und sag frecher Dachs. Ja, du kannst, also wenn ich dich frecher, wenn ich jemanden frecher Dachs nenne, das ist eigentlich schon echt. Richtiger Hurensohn-Move. Ja. Hundesohn ist auch gut. Frecher Dachs. Guck mal, jetzt habe ich aber auch hier rasiert. Das Bein so hochgehoben und so schön durchfiletiert. Frecher Hurensohn-Dachs. Du Hurendachs. Was ist denn da hinten los? Hier ist doch noch allerhand. Alter, Omnizellen, alles. Oh, partielle Kistenzerstörung. Du kannst dir die Knifte mal klauen. Jetzt wieder noch so ein Opa. Oder vor allem, ja, den kennen wir einfach. Du könntest. Ey, das ist richtig gut. Das sind. Wie gut diese Waffen sind. Die kommen fast gar nicht mehr zum Zuschlagen. Oder? War das ja von oben? Nee, ne? Nee, aber du könntest mal ganz kurz check one. Hinter mir? Nee, ob du deiner Drohne eine andere Waffe. Ah ja, können wir machen. Ausrüsten. Wo war das? Ausrüstung? Nee, doch. Ja. Und zwar, oh, wir haben ja. Superlell. Wir haben, was ist das? Macht weniger Schaden. Klokonov. Weniger Schaden? Überall schlechter. Ja, geil. Das ist, was ist das? Drohnen. Das ist Banner. Was ist das? Da kannst du den Banner mit irgendwo hin. Das will ich doch nicht. Was ist das? Was kann das? Da steht gar nicht, was das kann. Was kann das denn? Das ist ein Selbstbedienungs... Ah, ne, ein S&R. Search and Rescue? Achso, hol das da mein... Keine Ahnung. Mann, das ist doch alles nicht... Das ist doch alles nix. Das ist doch alles scheiße. Das ist doch alles... Also, sagen wir doch mal ganz ehrlich, das ist doch alles scheiße. Das hat sich richtig... Pass auf, da sind zwei Schmocks drin. Schmockis. Pass auf, dass dir der Oberschmock nicht... Oh, wieder. Der kam noch. Da ist er. Da steht er. Komm her, du. Richtig den Schmock geblockt. Schmockblock. Aber jetzt muss er auch leiden dafür. Ja, da kommt noch. Den einen, ja, komm, den einen gibt's ihm. Einen habe ich ihm gegönnt, meinst du? Okay, jetzt hol ich mir. Haben wir über Zeit einfach neue. Was ist das für ein ekelhafter Typ, ey? Der ist schon ein bisschen nicht. Haben wir neue Zerschnetzlungsanimationen freigeschaltet? Oh, Digga, was war das denn Geiles? Wäre halt auch geil, wenn die sich gegenseitig über den Haufen prügeln würden, ne?
Aber machen sie halt nicht. Ogi. Muss auf die, ja, ich weiß. Der Schatten klingt zerschnetzt. Das war dein Theme-Song, sorry. Boah, ich wollte gar nicht ablenken. Der Schatten klingen Zerschnetzler. Yeah. Schnetzelt dich mit seinen vorher benannten Schattenklingen. Womit auch sonst. Sonst wäre er ja der andere Zerschnetzler. So, easy. Ich hab. Kannst du nicht mal 69 Schaden machen und sagen jedes Mal nice? Okay, warte. Nee. Kein Bock. Nee. Kopf ab. Gut. Gut. 69 Schaden. So, Schaltkreis. Da rein, hier. Direkt darüber. Wo rein? Na, hier rüber. Da? Hüpf. Alter, kann ich? Hüpf. Ich mach. Häschen, hüpf. Nee. Oh. Ciao. Oh. Was ist das hier? Das war ein langer. Geil, Spray. Schaltkreis. Injektion. Da ist tot. Das Schild sagt es. Tag bewerten. Tag bewerten. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich muss ja sagen. Fällt mir nicht. Ist gelöscht. Mir. Hab's gelöscht. Fand ich nicht so gut. Sorry, ich finde das nicht so gut. Ey, aber wir können doch auch mal so ein paar Tags raushauen. Da gibt's nichts. Ja, das ist natürlich jetzt eine Sarggasse. Eine Sarggasse. Das wäre lustig, wenn du jetzt gestorben wärst, weil dann. Sarggasse und so, ne? Verstehe. Komm, wir gehen mal hier wieder runter. Hier ist ja gar nichts. Also, ich bin ganz dezent. Ich bin super froh, dass wir das aufgezeichnet haben, weil jetzt kann ich das wirklich jedes Mal, wenn das passiert, können wir das zeigen in diesem Let's Play. Das ist großartig. Du bist wirklich in, verewigt. Du bist in jeder Folge dann drin. Auch wenn ich jetzt nachher irgendwie spontan ablebe. Haben wir es wäre ja scheißegal, weil wir haben es ja noch. Wir haben es ja, wir sind ja alles safe. Oh, das ist schon wieder. Oh, nee! Oh, shit. Ich glaube, das nennt man auch in Umgangssprachen The Big Ouch. Ja, oder er hat ein Foto gemacht. Er wollte zu viel. Er wollte zu viel und wird direkt gepunished. Das ist halt gut, dass du sobald du das Fake gedrückt hältst. Ja. Oh, Zerteiler. Zerteiler. Was kann der? Er ist. Mehr Angriff. Mehr Schaden, mehr Energiegewinn. Aber hier habe ich Nanoschaden. Ich will den Nanoschaden. Nanoschaden ist ja einfach gut. Sorry. Ist ein scheiß Nanoschaden. Der tut halt auf jeder Ebene weh, besonders auf der Nano-Ebene. Oh! Ja, Alter. Das ist ja ein richtig. Hallo! Was gut, dass die halt auch super squishy sind, ne? Ja, die sind super squishy. Schön, aber auch schön, das straft auch. Ja. Und gut auch gedodged, also. Oder? Also, es war ein Reflex eines Pumas. Kennst du die? Ich weiß gar nicht, ob die. Neues Implantat, Zellulega. Oh, das ist geil. Ist das geil? Ein Regenerator? Ich will hier weg. Klick mal drauf. Ich hau ab. Und zwar, was macht das? Injektion, die mithilfe eines Akkus 20 Sekunden lang Gesundheit regeneriert. Injiziert eine verjüngende Lösung in den Blutkreislauf. Die sich. Ist mir scheißegal, will ich nicht haben. Ich sterb doch eh nicht. So, den da hinten. Hier mich unten lang, kann nichts machen. Da ist noch so ein Audiolog, den will ich haben. Alice, ich bin's. Warren. Warren. Oh mein Gott, Warren. Oh mein Gott. Die haben mir gesagt, du bist tot. Trio ist schon seit Wochen abgeriegelt. Okay, Mann, jetzt müssen wir da noch rüber. Liz, hör mir zu. Das stimmt nicht. Ja, direkt, wie es direkt will. Okay, ich bin. Das geht davor. Du bist wirklich vergiftet gerade. Du bist noch halb mit der Gesundheit, ne? Die Regierung lügt uns alle an. Ich muss irgendwo untertauchen. Nicht für lange. Guck mal, du bist. Ja, ich weiß. Wenn nicht, dass der dir jetzt gleich so einen starken Schlag reinhaut und dann ist hier GG, das will ja auch keiner. Ja, wer kann das wollen? Rui, ich will doch nicht, dass du stirbst. Oh, der war genau. Das war aber richtig frech gerade. Und jetzt kick ihn runter! Was? Jawohl! Das ist ja unrechte, unlautere Methoden! Das wollen wir sehen in diesem Let's Play! Ja, genau, duck dich! Ja, Mann. Lebt der noch? Ist mir auch egal. Free stuff! Hab ich nicht hoch. Warum, wie sie, aber, hä? Ich kann nicht klettern. Du kannst es, aber, ich hab keine, aber kannst du es da nicht aufheben? Ich glaub nicht. Das kommt von da oben irgendwie. Das ist ja bescheuert. Dieser Seilbahn. Muss man dann mit der Exoline, das ist halt, also, ja. Come on. Ey, Seaside Court, da sollten wir hin. Come wir lösen on. Wahrscheinlich jetzt eine Mission, Mann. Da können wir doch hier unseren. Ich liebe Missionen. Da halten wir unseren Stempel dran von dem Boy. Geil. Wir haben ein bisschen was vom Spiel geschafft schon. Ein bisschen was. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel ist. Es macht mir vielleicht zwei. Es macht mir Spaß. Es ist irgendwie ganz gut. Es macht auch tatsächlich beim Zugucken Spaß. Ja, das ist doch super, weil du so unterhaltsam bist und so lustig. Ich unterhalte mich aber, mach die ganze Zeit Witze, die sind gar nicht für euch da. Die sind einfach nur da, damit ich hier nicht sitze und nicht langweile. Ja, kommentiere ich einfach so, oh, guck mal, jetzt läuft da. Oh, jetzt läuft da. Oder? Oder? Ja, ich meine, du musst doch mal aus Berlin rauskommen. Du hast jetzt ja gerade. Ja. Schön. Der Beitritt ist eine, was ist hier? Eine Sicherheitszone. Der Beitritt der Sicherheitszone. Okay. Da links, ein Medbay. Okay, muss mit allen Leuten sprechen. Geht ab. Skin. Ungeziefer für Geld jagen? Ist es wirklich schon so weit ist gekommen mega schön. In meinem Leben? Weißt du, dass ich mal Buchhalterin war? Sein. Head of Finance in der Zentrale von Creo.
Doch nach diesem Ereignis. Wow, vor allem doch nach diesem Ereignis, über das ich jetzt nicht weiter reden kann. Was? Also mit Frodo geschlafen? Fressen oder gefressen werden. Und seitdem ist sie nicht mehr Buchhalterin. Ich weiß, wie ich mich entscheiden würde. Und du? Ja, das war ich hab nämlich, was ich nämlich kann, ist, wenn ich mit Leuten Sex habe, dann kann ich deren Skill absaugen. Ich bin wie so ein echt Zuckerbus für Skill. Aber die Leute leben noch danach, ja? Die leben noch, aber alle ihre Skills sind einfach. Sie kann jetzt nicht mehr Bücher halten. Sie hat komplett vergessen, wie Bücher halten geht und kann nur noch Ungeziefer jagen. Das ist so schön. Das ist die schönste Liebesgeschichte, die ich je gehört habe. Bücher halten ist halt auch ein echt krasser Skill. Also. Das ist mega geil. Du nimmst die so, du brauchst halt zwei Hände auf. Das ist ein Zweihänder-Skill. Das kann halt auch echt nicht jeder. Bitte, geh das. Ich möchte jetzt mit dieser Person hier reden. Wer ist das? Pech gehabt, Neuling. Ich brauche keine Rekruten mehr für diese Monsterjagd. Frech, und jetzt verschwinde, bevor ich wütend werde. Genau. Es gibt noch eine Menge zu planen. Dann spende ich mein Tech-Crap halt woanders. Mein Tech-Crap? Neue Medic-Bay. Geil! Du kannst ab jetzt diese Medic-Bay nutzen. Bing, 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 bing. Aber wir sollten hier doch den Doktor, wie wär's nochmal, den Papst finden? Nee, den Eli. Den Funkenmann. Ja, Bruder Eli. Genau. Geil! Ich mach keine Upgrades, weil ich will diesen Scheiß haben. Was hatten wir? Uns fehlt noch ein Armmodul und uns fehlt noch ein Beinmodul, richtig? Aber du hast den Armmodul schon. Ich hab doch nur ein Armmodul. Guck mal, ein leerer Armslot, da fehlt noch ein Arm. Du musst aber den zweiten Armmodul jetzt aus dem anderen Ding bauen. Ja. So. Weil was du gemacht hättest, wäre jetzt quasi upgraded. Oh. Ah, okay, jetzt brauche ich noch eins, du hast vollkommen recht. Oder? Ich will nicht upgraden. Ich will noch eins bauen. Nicht umwandeln. Das geht nicht. Wieso nicht? Also ich kannst du nicht einbauen. Weil ich den nicht hab. Guck mal, ich hab kein Armmodul. Nee. Nee. Ich auch nicht mehr. Oh, ich hätte Beinmodule klauen sollen hier. Kann ich das dann bauen? Ich hätte Beine klauen sollen. Beine. Oh Mann, ich will nicht upgraden. Nee, auch hab ich nicht. Scheißendreck. Hätte ich mehr. Aber ist hier mit Level up? Ja, lass uns Level up. Ich meine, du hast 3000. Guck doch mal, wie viel so ein Arm kostet im Durchschnitt. Der kostet 404 ja. Und so ein Beinchen kostet 400. Also lass mal 1000 aufrödeln. Ja, wir heben knapp 1000 auf. Also oben noch Schrott aufrödeln? Ja, machen wir. Schrott aufrödeln. Ja, scheiße, da waren zwei Upgrades. Das andere finden wir schon wieder. Guck mal, das reicht. Ja, bis dahin hast du genug. Was machen wir wieder alles auf? So? Ich würde halt vielleicht beim Akku jetzt mal langsam irgendwie einen dazu. Dann aber von ihm hier, so. Ja. Weil Gesundheit ist das für Loser. Ja, das ist voll keiner. Oder? Das haben wir schon gemerkt. haben wir schon gemerkt. Kein Schwein. Was? Anfassen kostet nichts? Anfassen kostet dich deine Hand. Oh. Mach es. Fass es an. So, was geht? Leute, was geht? Hat schöner Anzug. Wie schön du leuchtest auch. Kannst du mal die Beleuchtung anmachen? Steuer kurz nach oben. Wow. Hier schon mal die Obdachlosen stören hier. Das Licht. Hallo! Oh Gott. Was gibt's denn hier so? Hier gibt's auch nichts zu holen. Was macht er da? Ja, betet, Mann. Das ist das Scheiß, das wird. Stretcht das sich auch. Wir sind bei den Funken. Wir sind bei den. Die kleinen Fünkchen. Alter. Der tanzt sich ins Delirium. Ja, hier so, warte. So macht man das. Kannst du mal hier, für alle Leute, das ist ein Hack, dass ihr wisst, wie das geht. Also, das ist, so habe ich durch jahrelange Mario Party Erfahrung gelernt. Okay. Immer schön, bist du hier so eine Brandblase. Oh, auf der Hand hast. Interagieren. Wie du einfach durch ihre Pfanne mit dem... Was geht ab? Body Percussion Man Girl. Klopp Clara. Nicht wie, Clara, das war's sondern, jetzt? Wie heißt denn mal Katrin? Wie hieß sie? Klopper-Katrin. Katrin, ja. Klopper-Kati, genau. Sorry, Clara. Clara sitzt nämlich Klopper-Kara andere Regie. was gibt's hier? Muttis? Muttis, ich hab auch gerade gelesen. Molly. Ja gern ein Angebot machen. Ich finde Mutti-Fox aber eigentlich besser. Wir sind ja Hände gebunden, warum denn? Hände gebunden, hä? Hä? Selbst nach dem Ausbruch dieser furchtbaren D-Frag-Seuche habe ich meinen Mitbürgern geholfen, so gut ich konnte. Ich habe die Schmuggelware der Hüter des Funkens für ein Appel und ein Ei verkauft. Oh nein! Innerhalb kürzester die Hamburger Zeit war ich bis über beide Ohren verschuldet. Also habe ich mir etwas Geld von einem netten jungen Gentleman geliehen. Das ist nicht smart. Das ist niemals smart. Besser wissen sollen. Das ist niemals smart. Letzten Endes war er nur ein Kredithai und ich leichte Beute. Ja, so ist es doch ganz aber oft. Ich bin keine und der Kohleautomat im Hintergrund trinkt sich selber. Ich weiß, wie der Hase läuft. Seine Drohungen werden jeden Tag unverschämter. Schon bald wird er es auf meine Enkel abgesehen haben. Oh, nee! Ja, wir helfen dir. Ja. Sind Sie sicher? Ich kann Ihnen für Ihre Mühen nichts anbieten. Nein, wir sind später irgendwann mal ein bisschen Rabatt oder so. Wenn oder Sie wirklich meinen, Sie schaffen das, dann suchen Sie nach einem Kerl namens Finn. Und sagen Sie ihm, dass Miss Finn. Fox Sie schickt. Miss Fox? Er wird dieser Tage den Großteil seiner Geschäfte in Port Nixon machen. Port Nixon! Schulden bei ihm. 2000 ja, wir gehen jetzt zum Reverend. Der wenn Sie diesen Schuft dazu bringen könnten, mir meine Schulden zu erlassen... Kann ich vielleicht wieder neue Ware organisieren? Das Textgrab ist jetzt auch aber echt nicht viel. Oder? Da kloppen wir ein bisschen rum, halten wir schon. Aber wir machen das trotzdem. Sie scheint ganz die Frage ist, ob wir auch die Wahl hätten, ihm Kohle einfach zu geben. Alles oder ob wir ihn. Ah, stimmt. Ja, das werden wir dann ja wissen.
Ich, ist mir egal, okay, ja. Bis dann. Passen Sie gut auf sich. Weiß Bescheid, Finn, haben wir. Finito quasi. So, neues Log-Update. Der sieht nice aus, was geht hier ab? Hier geht's bestimmt zu Bruder, Bruder Wenn du Boy. Zum Hafen willst, frag Bruder Eli oder. Ach, da geht's dann weiter, verstehe. Okay. Er sieht aus, weißt du, wie er aussieht? Wie der, also von der, hat er nicht auch so einen Bart? Ein bisschen wie der Bösewicht aus Black Panther. Oh ja, du hast recht. Ganz kleines bisschen. Wie heißt der? Deathmonger? Nee, Killmonger. Okay, Killmonger, Leute, ja. Wir werden schon halt, stopp, was? Achso, das war die. Ja, da waren wir schon. Ja, ist gut. So, wo ist der alte Papst, ey? Doch! Hier doch, lang lebe Eli! Oh, da wird direkt einer verhört. Die beten direkt vor ihm. Die beten, Jungs, ihr guckt in die falsche Richtung. Das ist eine richtig scheiß Sekte, Mann. Oh, jetzt wird der Typ wieder drin. Oh, guck mal, wie cool wir schon aussehen. Guck, ja. Dem, guck mal, ey, was ist das bitte? Was ist das für ein Lauchis? Der Typ da, ich sagte, du gehst jetzt da rein und der nimmt dann das Teil, was da steht und zernatzt einfach den Typen, der da steht. Alter, ist eine Gitarre. Alter, ich spiele jetzt ein Gitarrensolo so krass, dein Kopf wird platzen. Ich bin hier, jetzt sprich mit mir. Willkommen in unserer kleinen Kapelle. Oh, die Stimme ist auch nice. Bruder Eli. Ich habe viele verlorene Seelen unter meine Fittiche genommen. Mein Schüler Truman hat mir schon... Oh, es sieht schmerzhaft aus im Bauch, ja. Doch genug von mir. Kann ich doch gar nicht mehr einklicken jetzt, oder? Kann er noch Crunches machen? Wir müssen jetzt kurz mal hören, was er zu sagen hat. Du weißt nicht, wer ich bin? Das ist unerwartet. Ich bin der Sohn von Matriarchin Celeste. Nur ein Hirte mit bescheidenen Zielen. Alles, was ich tue, dient dem Funken und dem mächtigen Schwarm der Naniten. Jetzt, wenn die Boten des Schwarms vom Himmel steigen, wird eine neue Zeit beginnen. Jetzt stehen wir für alle ein, bieten Nahrung und Energie ich für ihm die wenigen Verbliebenen. Ich weiß nicht, was ganz vorne mit dem Typen ist. Fanatiker, oder? Es ist immer das Gleiche. Kannst du mal die Tür aufmachen, ja, bitte? Genau. Das Tor zu Port Nixon ist nicht ohne Grund geschlossen. Niemand geht rein oder raus ohne meine ausdrückliche Zustimmung. Denn ich bin Gott. Ich bin gerade aus dem Gefängnis geflohen. Verbrecher, was? Warum warst du überhaupt eingesperrt? Ich dachte, du könntest das vielleicht wissen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ein Flugzeugabsturz habe ich hier verschlagen. Das ist auch beides. Beides keinen Sinn. Das ist überhaupt keine Antwort auf die Frage. Warum gehst du? Das ist ein geiles Let's Play. Entschuldigung, das war... Okay. Der Sauerstoff im Raum. Ja. Das ist so spannend. Ich habe schon so viel geatmet. Das kann sein. Ja? Gut. Alles gut mit ihm. Er kann bleiben. Alles gut. Guter, ja, gut rausgeredet. Ich kann mich nur zu gut an diesen Absturz erinnern. Das verdammte Flugzeug ist mitten im alten Hafenviertel runtergekommen. Deswegen müssen wir lustig, wenn er uns jetzt dafür verantwortlich machen würde. Der Funke muss dich zu mir geführt haben. The Spark. Ich weiß, was ein Zufall ist. Und das hier ist keiner. Der... Brauchst du meine Hilfe? Gut, dass du fragst. Ich habe eine Menge Probleme am Hals. Es wird immer schwerer, unsere Gefolgschaft mit Bergungsgut zu versorgen. Alles, was ich erreicht habe, steht auf dem Spiel. Und die größte Gefahr lauert hier. Kleines Minigame. In meinen eigenen. Ja, vielleicht hilft ihm das. Aber was für eine Gefahr? Reden wir. Komm zur Sache, Mann. Komm zur Sache, Junge. Aber nicht. Eine Familienangelegenheit. Mein Bruder, Little Johnny. Little Johnny. Straße. Ja klar, ist der Little Johnny. Er ist sein großer Bruder. Er ist ein Drogenbaron. Na, guck. Ein Verräter an der Idee des Funkens. Der ist super fett. Jemand muss ihn zur Rechenschaft ziehen. Es dürfen nicht noch mehr Unschuldige für seine Sünden sterben. Ich würde mich ihm selbst entgegenstellen. Oh, ich habe Angst. Aber wenn das jemand sehen würde, dann wäre die Hölle los. Warum? Nur jemand von außen kann sich da... Wir sind von außen. Weil er als Mann des Glaubens nicht seinen eigenen Bruder umbringen kann? Kann er nicht. Ja, da würde ich schon mal fragen, was dabei für mich rausspringt. Was springt er? Gespür fürs Geschäft, ja? Ja. Gut, ja. Den braucht man auch. Ah ja? Ja, was los, Keine Keule. Sorge wegen deiner Belohnung. Ich werde dich nicht vergessen, versprochen. Promise, ja. Okay, ich weiß, du was, ich bin dabei. Wo kannst du nochmal fragen, was du dich dabei brauchst? Ich bin froh, eine so reine Seele wie dich gefunden zu haben. So rein ist unverdorben von diesem Sumpf namens Jericho City. Das ist ein Nano-Dreck. Ja, ja. An meinen Arm. Das sieht auch geil aus. Sieht super geil aus. Also irgendwie Bericht, auch die nicht. Dinge gelöst hast. Wo finde ich Little Johnny? Er versteckt sich in einem alten Terminal von Port Nixon, dem Hafendistrikt von Jericho. Tu, was das klingt wie ein richtig geiler Cliffhanger gleich. Allein das Ergebnis zählt. Oder? Seine Sünden müssen ein Ende haben. Also erstmal gucken, ein für alle Mal. Ich sag dir, der macht den Typen mal weg. Bis dann. Möge der Funke dich leiten. Mach den weg jetzt. Keycard. Keycard. Kann ich jetzt damit... Komm, wir gehen einmal. Was ist hier los? Rex, oh, da kannst du deine Drohne upgraden. Ach nö. Ja, Mann. Nein, auf keinen Fall. Hast du Ärger am Hals? Sehe ich so aus, als hätte ich Ärger? Ja, wenn du so weiter laberst, ja. Ja, wirklich, was ist mit ihm? Bedeutet aber nicht, ist ja so wie ich. Ich würde auch so reagieren. Vorsichtig genug sein. Glaubst du, ich habe Herzprobleme? Adios. Die Teilklappe. Was zum... Das gehört mir. Du gehst sofort zurück? Nein.
Was willst du tun? Es ist ein Andenken an meine Ex. Was würdest du denn wohl sagen, wenn ich einfach so an deinem Arbeitsplatz aufkreuzen und alles mitgehen lassen würde, was nicht Nied und Nagel ist? Das finde ich, aber macht ihr jetzt auch irgendwas, oder? Das ist ein Zeichen unserer Liebe, weißt du? Das ist alles, was mir noch geblieben ist. Ich bin ein Wrack von einem Mann. Das könnte auch gut Scooter aus Borderlands sein. Das stimmt, ja. Ach, das ist ein... Ist jetzt meins. Ist jetzt meins. Mir doch egal. Was ist das bitte für ein Lauf? Ja, wollte ich eh nicht. Ist eh blöd, kannst du haben. Ich wollte damit gar nicht mehr spielen. Was ist denn da zwischen dir dann extra gelaufen? Junge trifft Mädel, Mädel macht Schluss. Alles im Einen. Klassiker, so ist das halt. Den Part, wo ich komplett die Beziehung sabotiert habe, lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Kann sie gar keiner mehr finden. Hab das Gerücht gehört, dass dieser eklige Gangster Little Johnny... Da wollen wir eh hin. Da nehmen wir doch, da helfen wir dir. Nehmen wir die direkt wieder mit. Oder? Packen wir, ziehen wir auf links und wird mitgenommen. Und sagen, du, Drohnen... Boy, Mann. Drohnen, Dennis. Drohnen, Detlef. Schnüffelt immer noch täglich an deiner Rose. Ja klar, komm, wir machen das. Geht klar. Genial. Genial. Ich kann dir das irgendwie ans Bein binden. Mist. Ich hab das gerade laut gesagt, oder? Wow. Ich brauche wirklich Hilfe. Du bist echt nicht so der Hellste. Ich bin ja sowas von am Ende. Leb wohl. Adios. Pass auf, wir sind kurz am Ende. Kurz am Ende. Wir gehen jetzt einmal runter. Wir schauen, ob wir durchs Tor kommen. Wenn das der Fall ist, dann haben wir nämlich haben richtig viel geschafft, Frodo. Haben wir viel geschafft oder richtig viel? Da haben wir richtig viel geschafft. Ich drücke jetzt hier drauf und geh die Tür auf. Das sieht echt aus, als hätten wir richtig viel geschafft. Und wir gehen durch die Scheißtür. Und damit ist es wie bei einer guten Geschichte, würden wir sagen, gehen wir jetzt einfach raus. Das ist ein geiler Cut, oder? Ist das nicht geil? Richtig viel geschafft. Wie haben diese zwei Stunden gefallen? Sag mal. Als hätte ich richtig viel geschafft. Ja, oder? Nee, gut, also ich hab's vorhin schon gesagt, ich muss auch nicht selber spielen. Bei dem Spiel finde ich zugucken tatsächlich gut. Liegt auch vielleicht daran, dass du so flüssig spielen kannst. Ist vielleicht deine The Search-Erfahrung. Meine man merkt auch, wenn du spielst und wenn ich spiele, man sieht gewisse Unterschiede. Bei dir ist alles ein bisschen intuitiver. Aber ist halt so. Aber das hast du ja auch bei Minecraft beispielsweise. Ja, ich bin ja, also ich habe 10.000 Stunden Minecraft. Das ist ein großer Minecraft-Channel. Ja. Leute, das war hier Frodo am Start heute. Das war The Search 2. Wir nehmen das knallhart durch. Ich weiß gerade gar nicht, wann die nächste Folge läuft. Wahrscheinlich morgen oder so. Keine Ahnung. Ist auch egal. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass du da warst. Schön, dass ich da war. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass die Regie da war. Wir freuen uns, dass alle da waren. Schön, dass der Kühlschrank da war. Ja, den finde ich besonders mit. Komm mal wieder öfter vorbei. Mit dem habe ich noch ein Wörtchen zu reden mit dem Kühlschrank. Willst du mal die Leute animieren, dass die mir kommentieren und ein Like da lassen eben? Wenn ihr jetzt nicht sofort liked und kommentiert, dann komme ich aber nächstes Mal vielleicht auch nicht wieder. Oder doch, je nachdem, was ihr schlimmer findet. Alles. Und dementsprechend bis zum nächsten Mal. Sagen tschüss. Tschüss, sag du auch tschüss. Tschüss.